Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei einer neuen Runde Vampire the Masquerade V20. Und ja, wir sind inzwischen schon bei der 14. Folge der Chicago Chronicles. Heute geht es in ein Gerichtsverfahren, also höchstwahrscheinlich. Sei denn, meine Spieler entscheiden etwas anderes. Meine Spieler, das sind wie immer die Serie als Emma Williams ohne Bild. Und auch ohne Bild, der Joe als William Andrews oder Mortifer Moss. Und der Mischka, der spielt Jonathan Bauer. Aber der hat ein Bild, Moment. Der hat ein Bild. Da. Und jetzt hat er auch Ton und die anderen eben auch, verdammt. Ah, ich wollte es gerade fragen, haben wir Ton? Alles Gute. Jo, hi. So, können Sero und Joe auch noch mal kurz Hallo sagen? Haben sie nämlich eben. Hallo! Juhu. Na, last but not least, Leopardin 202 als Melina Farinadis. Moment. Und der Chat als der Chat. Gut. Ja, wir befinden uns in der Chicago der Neuzeit. Unsere Vampire sind ja minder, also kleine Berühmtheiten der Vampirgesellschaft, denn sie haben den Prinzen von Chicago gerettet vor seinem bösen Lieblingsghoul. Und ja, seitdem ist das Leben etwas turbulenter geworden. Was ist seit ist das? Wann war es schon mal nicht turbulent in eurem Vampirleben? Denn irgendjemand scheint euch auf dem Kieker zu haben oder den Prinzen auf dem Kieker zu haben. Die Sportschule, das Wrestlingstudio von William Andrews ist niedergebrannt. Ein feiger Sonnenlichtanschlag wurde auf Melina verübt. Jonathan wurde aus der Pyramide ausgeschlossen. Und ja, Emmas Erschaffer wurde getötet. Und Oh. ja, war das nicht tragisch? Total. Ich wollte jetzt nur nicht erwähnen, dass dir noch nichts Böses passiert ist. Ich will ganz gern dabei belassen. In Wirklichkeit steckt Emma hinter allem. Das wäre mal ein guter Plot-Twist. Serie, wir müssen mal reden. Ja. Ja, und unsere Vampire müssen sich, als wäre das nicht alles schon genug, um eine Jungvampirin namens Portia kümmern. Eine junge Toreador. Und ja, das ist der grobe Plot. Und was beim letzten Mal passiert ist, falls ihr es nicht gesehen habt, das erklärt euch jetzt wild durcheinander meine Spieler. Ja, Oder ich kann ja einer. mal anfangen. Also wir begannen damit, dass wir bei Maureen endeten und uns überlegten, welche Primogene wir als nächstes besuchen. Also der Plan war, die einzelnen Primogene zu sprechen und quasi für uns Werbung zu machen, dass wir dann überleben dürfen und so. Da sind wir dann zu Dr. Kritias in die Uni. Dort haben wir ihn in der Bibliothek vermutet. Da war aber der Haupteingang verschlossen, also haben wir seine Büronummer gegoogelt und auch eben in solchem angerufen. Dort ging eine Dame vom Security-Dienst ans Telefon und wir erklärten, wer wir sind. Die öffnete uns die Tür und brachte uns Dr. Carithias in den Keller, glaube ich, war das. Dieser hat dann gesagt, dass die Anklagepunkte vor den Verhandlungen nie veröffentlicht werden. Und er bot uns an, anscheinend ihn Dr. Acritias zu nennen, einfach Doc zu sagen, so wie alle anderen. Und ja, wir konnten gemeinsam ihm vorführen, dass William ihm überzeugt, wir konnten gemeinsam William überzeugen, dass er Doc seine Kunst nicht vorführt. Weil ja, Back-Suplex mit einem Primogen und so kommt nicht gut. Ja, wie dem auch sei. Genau. Wir riefen dann bei Portia an, weil uns irgendwie eingefallen ist, dass die nicht da ist. Warum wir die auch immer vergaßen, ist noch fraglich, aber dem war so. Das zeigte uns, dass sie gerade in Schwierigkeiten steckt. Sie hörte sich ziemlich gehetzt an und so. Emma ist dann sofort losgerast zu dem dortigen Spielplatz. Dort fand sie Damien und ein paar Halbstarke tot zu liegen.
Und hat dann direkt die schwerverletzte Portia zu einem Friedhof gebracht, wo sie ihr auch Blut gegeben hat. Jonathan ist dann direkt, als er so zum Friedhof kommt, losgetingelt mit seinem Becherchen, Blut besorgt. Dann sind wir alle zurück mit Portia zum Friedhof gefahren, wo Doc schon auf uns wartete und der Polizei alles geklärt hat: hier, es gibt hier nichts zu sehen, Sie können weiterfahren. Denn Damien war sein Kind, das wir auch dann erst erfuhren. Ja. Darum ist Doc jetzt auch dran interessiert, aufzuklären, um was es da ging. Wir haben wohl noch irgendwie rausgefunden, dass es wohl irgendwelche super starken, super schnellen Kreaturen waren, die das waren. Denn Damien war wohl kein unbeschriebenes oder unbeholfenes Blättchen, sondern wusste sich zu verteidigen. Also irgendwas Schlimmes muss ihn und seine halbstarken Freunde hingerafft haben. Aber wie dem auch sei, wir hatten eine andere Mission und sind dann losgetingelt, um unser Glück bei den Gankel und deren Primogenen Yanga zu versuchen, welche im Museum ist, wo wir durch Meckes reinkamen, und hier verlassen mich meine Erinnerungen bzw. Aufzeichnungen. Wir haben ja noch mit ihr gesprochen und sie darauf aufmerksam gemacht, dass wir eventuell die Garou dahinter vermuten, hinter dem Anschlag. Soweit waren wir ja schon, dass wir da die als potenzielle Gegner ausgemacht hatten. Und sie fand das sowieso alles total spannend, als wir erzählten, dass die Tremere uns anklagen. Mit denen hat sie, glaube ich, sowieso irgendwie ein Hühnchen zu rupfen oder so. Irgendwas war jedenfalls, dass sie sich relativ gut bereitschlagen ließ, auf unsere Seite zu, also für uns zu sprechen auch. Aber sie hat auch gesagt, dass im Angesicht der Situation mit den Garou wir im Moment gerade ganz andere Probleme haben als irgendwelche Übertretungen von irgendwelchen Küken. Dann das. Aber irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die uns auf jeden Fall schon mal nicht von vornherein feindselig gesehen. Ich dachte, naja gut, dann war sie wohl unentschlossen. Gut. Der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja, wohl, muss wohl. Sorry, so. Ja. Ich erklärte, dass sie die Nosferatu-Primogen nicht aufgesucht haben und dass sie die Toreador auch nicht aufgesucht haben, weil die wohl nicht so toll auf den Prinzen zu sprechen sind. Die Ventru habt ihr auch nicht aufgesucht. Aus Aversionsgründen, glaube ich. Ja. Und da blieb nicht mehr viel über sonst. Und es ist spät am Abend, also der Sonnenaufgang steht kurz bevor und morgen soll die Gerichtsverhandlung stattfinden. Das heißt, wir schaffen es jetzt gerade noch so, obwohl wir schlafen ja bei Emma in der Wohnung. Ja, wenn ihr das da machen wollt, gerne, ja. Und das ist, wie gesagt, kurz bevor. Das heißt, wir schaffen es nicht mehr zum Fitnessstudio und dann noch zu Emma. Ja, es wird eine knappe Kiste. Also wenn ihr dann Ja, zum dann. Fitnessstudio geht, dann könnt ihr euch da nicht lange aufhalten. Ja, das würde ja kurz reichen. Können wir noch mal ganz kurz beim Studio von William vorbeifahren? Ich habe da etwas vergessen, was uns vielleicht helfen könnte.
Ist es sehr wichtig, der Morgen graut bald. Wir können es auch morgen Nacht noch schnell machen, bevor wir zum Treffen fahren. Wissen wir eine Uhrzeit, wann das Treffen angesetzt ist? Ja, also ihr habt am nächsten Tag noch so 2 Stunden nach Sonnenaufgang Zeit und dann geht's. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, ja. Ja. Ja, dann zu dir. Gut. So, Leopardin wieder da. Hallo? Sieht nicht so aus. Bild ist ziemlich unbewegt. Na, ist sie gerade wieder rausgeschmissen. Sie ist wahrscheinlich wieder im WLAN drin, das ist ungut. Ja. Passiert. Ja. Und zack, schon ist alles kaputt. Und schon da ist nichts. Da ist sie. Wir sind in Bewegung. Ja. Ja. Die Technik. Ja, die will heute nicht so irgendwie gerade. Ja. Ja, nun. Also begibt ihr euch zurück in. Auf zum Bettmobil. Emmas Wohnung und. Ja? Was? Moment! Muss ganz kurz auf, sorry. Ja. Komme! Aber Mikrofon ausmachen. Das Leben des Herrn Mischka. Moment, ich stelle ihn mal leise, damit man das nicht hört. Das muss ja keiner wissen. So, zack. So. Ja, gut. Ihr anderen übernachtet bei Emma. Ja. Und es passiert auch, während ihr dann da so schlaft, auch nichts sonderlich Interessantes. Also keiner wacht auf und ist vom Sonnenstrahl halb gebrutzelt oder sonst irgendwas. Portia wird. Dieses Steinvieh noch da? Wenn du da danach Ausschau hältst, ja, dann ist es noch auf der anderen Strahl, also auf dem Hochhaus, was man von deinem Apartmenthaus sehen kann, immer noch oben und schaut in eure Richtung. Okay. Ja. Ja, und ihr, wie gesagt, erwacht am nächsten Tag, streicht euch alle einen Blutpunkt weg. Und ja, Portia wird lange schlafen und dann aber am nächsten Morgen dann doch relativ erholt wieder sein. Man sieht ihr fast die Strapazen von der letzten Nacht so gut wie gar nicht mehr an. Was soll es nun sein heute? Ja, ich würde tatsächlich auch nach Portia gucken und sie fragen, ob alles in Ordnung ist mit ihr und nochmal gucken, ob noch irgendwelche Wunden zu sehen sind. Ja, Wunden sind überhaupt keine mehr zu sehen. Vollständig verheilt. Ja, sie schaut dich nur ein bisschen aus dem relativ frisch wachen Augen an. Und meinst du, ich habe Hunger, aber sonst ist alles in Ordnung. Mach keinen Blödsinn, nur weil du Hunger hast. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Wenn Jonathan wach ist, dann fragen wir ihn einfach, ob er dir den Kelch leiht. Aha. Ist der immer voll? Nein, aber damit ist es einfacher und weniger aufsehenerregend. Das können wir jetzt einfach nicht gebrauchen. Und was machen wir, wenn Jonathan mal nicht da ist? Einfach Jonathan vorher mitnehmen. Außerdem ist das jetzt so. Wenn hier ein bisschen Gras über diese ganze Sache gewachsen ist, dann kann man auch wieder, ich nenne es jetzt mal normal leben. Aber momentan stecken wir tief in der Scheiße und brauchen einfach nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Was mache ich denn eigentlich während der Verhandlung? Ich bin ja nicht mit angeklagt. Nein, aber du kommst mit. Du bleibst bei uns. Ich hoffe, sie verurteilen euch nicht. Ich mag euch.
Sie schaut so ein bisschen gerührt und versucht es aber sofort wieder irgendwie verschwinden zu lassen und dreht sich dann auch einfach Aber wenn weg mich und einer fragt, dann sage ich, dass ich Hausarrest gekriegt habe, wegen nix. ja, dann sage ich, dass dieses Nichts aber ziemlich viel war. Na gut, ich sag nix. Ja, und dann gehe ich zum Schrank und suche mir was Passendes zum Ankleiden für die Verhandlung. Also seriös muss es sein, aber vertrauenserregend, aber auch gleichzeitig Macht ausstrahlen. Melina, willst du mir helfen? Ja, komme ich doch dazu. Da Ich komme habe ich auch hin. nichts mehr anzuziehen. Das Kleid von gestern ist ja zerfetzt. Du passt nicht in meine Sachen. Ich weiß, du bist viel größer als ich. Und schöner und gut gebaut und ha. Soll das denn heißen? Nichts. Bin auch gut gebaut. Glaube ich. Sagen die Jungs zumindest. Das reicht ja. Eben. Aber nackig wollte ich da jetzt trotzdem nicht hingehen. Hat Melina Dann vielleicht was? red mit den Jungs, die gehen mit dir einkaufen. William und Jonathan gehen mit mir einkaufen? Ja, wir haben hier zu tun, siehst du doch. Da Ach kommt ein stimmt, Borat-Badeanzug bei William hatte ja raus. diese tolle Kreditkarte, die große, die tolle, die. William! Was denn? Gehst du mit mir einkaufen? Einkaufen. Ich, der große Morte von Mors, soll einkaufen gehen. Ja, ich brauch doch ein, guck kurz so, Ringkostüm. Oh, das ist wunderbar. Da kenne ich einen verdammt guten Laden in der Upper Under Street. Da fahren wir hin. Da fahren wir hin. Da fahren wir definitiv. Jonathan? Ja, Jonathan muss auch mit, den brauche ich nämlich wegen dem Becher. Ja. Ja, dann lasst uns aufbrechen. Moment, ich habe vorher noch kurz was in der Wohnung zu erledigen. Gerade nochmal, weil Melina ist ja gerade bei Emma im Schlafzimmer. Da würde ich dann gehen, wo Melina geschlafen hat und würde mir nochmal das Loch im Fenster anschauen. Mal die Hand drauflegen und meine geistigen Kräfte ausschweifen lassen, um etwas über denjenigen, der das dahin fabriziert hat, zu erfahren. Das ist Perception und Empathy. Jetzt weiß ich, was ich nicht gesteigert habe. Der Würfelbot wird eingeblendet. Da kommt sofort. Ich habe den Weil Befehl der noch nicht Jonathan hat nämlich gespeichert. über Nacht Auspex gesteigert. Ja. Genau. Ich bin Über den von Tag, nicht über die Nacht. altem Wissen während des Schlafes Man lernt ja im über Schlaf. ja. Zwei grundlegende Informationen kriege ich mit zwei Erfolgen. Über, also geistige Berührung, ich krieg halt mit irgendwas über den Gegenstand oder die Szenerie, die da aktiv war. Über die Glasscheibe. Ja, das Loch, um das genau zu sein. Also da konzentriere ich mich schon drauf, wie dieses Loch in diese Glasscheibe kam. Also, jetzt sag nicht mit dem Glasschneider. Das ist ja naheliegend. Ja, diesen Eindruck bekommst du natürlich auch. Welche Person er bedient hat. Es ist eine vermummte Gestalt. Mit schwarzer Kleidung. Mit Gesichtsmaske, so einer Sturmhaube, die sich von Sehe oben ich. vom Dach abgeseilt hat und da das Loch reingeschnitten hat. Kurz reingeguckt hat und dann sich wieder nach oben begeben hat. Ich bin gerade am Überlegen,
Ich mache dann quasi einen Blick in die Zeit. Kann ich in diesem Zeitslot sozusagen rückwirkend Aura-Wahrnehmung anschalten? Würde ich sagen, Schade. nee. Na gut, versuch was Weil wert. du gehst ja nicht wirklich in die Zeit zurück. Du siehst ja nur einen Eindruck, den die Glasscheibe hatte. Und die Glasscheibe kann keine Auren wahrnehmen. Gute Glasscheibe. Ich bin kein Malkavianer. Ich drehe mich verstört um. Bist kurz davor. Und gut, alles klar. Dann auf zum Bettmobil. Würde ich auch genauso, falls jemand guckt, was macht er denn in Melinas Schlafzimmer, genauso da rauskommen. Auf zum Bettmobil! So, Jonathan und Melina. Gut. Der hat das gesagt. Die Stimme aus dem Off. Gut, ja, ab ins Bettmobil. Welches ist denn das Bettmobil? Ihr habt ja jetzt so viele Autos zur Verfügung. Ich habe ja nur einen 1,5-Sitzer, von daher, da wir mit 3 Leuten unterwegs sein müssen, müssen wir entweder Emmas Auto nehmen. Der William hat ja keins, oder? Da hatte man Fahrer. Zumindest Oh, ich hatte hatte auch eins. William, glaube ich, bei Emma keins parken. Ich glaube, das Genau. von ihm parkt noch irgendwo anders. Hattest du was, so Eine einen Kur. Sportwagen oder sowas dazu gehabt, ne? Ja, meine Corvette. Genau, ja. Die, glaube ich, noch vor dem Club steht. Ja, dann guckt ihr noch, mit welchem Auto ihr fahrt, während Melina und Emma Kleider auswählen. Ich glaube, Also du weißt, was ich meine. Es muss ja schon ausstrahlen, dass ich eben nicht so ein Pimpf bin, mit dem sie rumschubsen können. Aber gleichzeitig muss ich auch vertrauenerweckend genug wirken, dass sie mir glauben, dass ich diese Scheiße nicht gemacht habe. Ansonsten Brust hilft immer, oder? Naja, aber nicht zu viel, oder? Also wir wollen ja nicht verzweifelt aussehen. Ja, da hast du auch wieder recht. Wie wär's denn hiermit? Und ich ziehe so ein Kleid, was aber so geschnitten ist, so ein bisschen wie ein Anzug und aber trotzdem ein bisschen Ausschnitt zeigt. Ein Hosenanzug, also. Nein, es ist ein Kleid. Ein Kleid. Okay. Ja. Okay. Ja, und was, ja, Melina wird was das tragen, was sie immer trägt, wahrscheinlich. Ja, so ganz viel Auswahl habe ich auch nicht. Jedenfalls nicht hier. Und auch sonst nicht. Okay. Dann fahren Jonathan, William und Portia inzwischen quer durch die Stadt. Und ja, ihr kommt noch an der Sportschule, am Wrestling-Studio von William vorbei, auf dem Weg zum Shop, den William da empfohlen hat. Jonathan, wolltest du nicht gestern Abend noch in meine Das Schule? war gestern zu kurzfristig. War super, dass wir das jetzt noch hinkriegen. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Ihr könnt ruhig im Auto warten. Und wir hatten ja schon damals einen Punkt ausgemacht, glaube ich, wo das Feuer gestartet, also ausgebrochen ist durch einen Brandbeschleuniger. Ja, vermute zumindest, ja. Ist richtig in Erinnerung. Ja, genau. Und dann würde ich da mal quasi entweder die Außenwand oder ein Müllcontainer, der neben dran steht, weil die können ja nicht sehen, die können ja nur fühlen. Dann eher wahrscheinlich die Außenwand oder das Fenster. Genauso betrachten, befragen. Ich höre mich wirklich an wie ein Malkavianer. Ich kann mir nicht Ja, helfen. Fenster können auch nicht besser sehen als Mülleimer. Schwierig, schwierig. Ja, auf jeden Fall, ja. Etwas Betreffendes in der Nähe, was sehen könnte. Notfalls muss ich es wiederholen. Da. Ich Und möchte nur sagen, ich habe keinen Irrsinn eingesetzt. Noch ja. nicht. Fünf Erfolge.
Heidewitzka. Jede Menge Informationen. Fast alles, was man über die Beziehung der Person zu dem Gegenstand. Ja, gut. Das jetzt nicht, aber. Ja. Ja, was willst du genau wissen? Frag mich was und ich antworte dir als Mauerwerk. Ja. Des, als Mauerwerk, als, genau. Hast du die Person gesehen, die einen Brandbeschleuniger durchs Fenster geworfen hat, um das Fitnessstudio anzuzünden? Ja. Ich kann nicht sehen. Kannst du die Person beschreiben? Eine schwarze, gekleidete Person mit Gesichtsmaske. Größe. Größer als du. Auffälligkeiten an der Kleidung, irgendwelche Zeichen. Sah Schwarz. Der militärisch oder... Kapuze. Ja. Jacke, Pullover. Einteiler. Ein Overall. Schuhe militärisch oder einfach schwarze Wanderschuhe oder Lackschuhe oder... Springerstiefel. Ah, militärisch. Gut, könnte aber eigentlich auch irgendwas... sein. Wie ist die Person entkommen? Oder von wo ist sie gekommen? Von der Straße da drüben und ist dann wieder zurückgegangen. Gehetzt oder sehr routiniert? Routiniert. Das heißt, es wirkte wie ein professioneller... Ich versuche jetzt mal das Bild mit dem, was mir die Glasscheibe vermittelt hat. War das die gleiche Person? Also, sieht genauso aus. So, keine Ahnung, weil es ja vermummt und ein bisschen maskiert. Mhm. Keine Ahnung, was dieselbe Person. Ja, aber sich vom Dach abseilen und, sag mal, cool nach einem Brandanschlag ungehetzt wegrennen, das klingt ja wirklich schwer nach Profi, wenn nicht Militär. Oder Paramilitär zumindest. Ah. Blackstone an der Backe. Na toll. Gut, ich könnte jetzt natürlich die ganze Straße nachlaufen und jeden Stein fragen, wo die Person hingegangen ist, bis ich sie gefunden habe. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Kostet es eigentlich Blut? Davon steht... Warte mal, ich gucke. Das System... Puppe... Größe... Steht nichts von Blut. Okay. Also man sieht ja... der Spieler setzt einen Blutpunkt ein, tralala, aber... Ja. Nice. Ich glaube... Nein, das sage ich jetzt nicht laut. Ich muss mich mit der Unterwäsche von jemandem unterhalten. Ja, gut, dann... Ein bisschen geknickt und ein bisschen... Naja. Das ist zumindest der gleiche Auftraggeber. Komme ich wieder zurück ins Auto. Der gleiche, der den Anschlag auf Melina verübt hat, hat auch dein Studio angezündet. Das heißt, wir müssen nicht zwei verschiedene Parteien jagen irgendwann, William. Mhm. Gut, dann im Auto. Portia schaut hinüber zu Jonathan, meint dann zu William, was macht der da? Ich glaube, er ist verrückt geworden. Das wäre ungut. Definitiv. Es ist nicht gut. Wir brauchen einen Jonathan, der denken kann. Obwohl, das könnte ja auch ich übernehmen. Ja, ja. Doch. Mhm. Ja, gut, ja. Irgendeiner muss er denken. Ja, genau. Wo ist eigentlich mein Gürtel? Wo ist mein Gürtel hin? Ich habe ihn... Um den Bauch? Nein, den meine ich nicht. Welcher Gürtel? Mein anderen. Na, den, der glitzert. Siri, sag mir, wo mein Gürtel ist. Diese Informationen sind mir nicht bekannt. Ganz schlecht. Ich weiß, dass ihn Garfunkel. Was willst du denn mit dem Gürtel?
Ich muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn. Definitiv muss ich meinen Championship-Gürtel mitnehmen. Hm. Ich muss doch gut aussehen. Und das macht, dass du gut aussiehst. Nicht? Ein glitzernder Gürtel. Da steht Wrestling Champion drauf. Ah ja. Naja, vielleicht halten sie ja dann ihn für einen von... Du weißt schon, wo. Und dann haben wir die Political Correctness auf unserer Seite. Ah ja, gut. Ja. Gut, dann fahren wir jetzt zu dem Kleidungsgeschäft. Ja. Ja, genau. Das sollten wir tun. Ja, froh, wenn ich aus diesen übergroßen Emma-Klamotten rauskomme. Ach, du siehst aber trotzdem auch gut aus. Doch, 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 doch. Sag das Emma. Siri, rufe Emma an. Bei Emma klingelt das Telefon. Ich schaue aufs Telefon, sehe natürlich, wer es ist und denke dann, oh Gott. Das haben Sie jetzt wieder angestellt. Genau, und geh dann an. Ja, bitte. Portia sieht wirklich gut aus und ich lege auf. Ja, dann nehme ich das Handy von morgen, schaue es so an und denke, was? Okay. Portia, ich hab's Emma gerade gesagt. Ich hab's mitgekriegt, ich bin ja nicht taub. Danke. Ja, sehr gern. Jonathan, kannst du jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben, bitte? Ich schaue so ein bisschen beschämt an von Boden. Ich meine, wenn ihr beiden also etwas Zeit für euch wollt, ich kann auch woanders hingehen. Ich muss nicht... Bitte was? Hä? Nichts! Schau weiter. Er ist wirklich verrückt geworden. Sag ich ja. Also, du musst jetzt hier links abbiegen. Vorsicht, das ist eine Einbahnstraße. Und 30er-Zone. Ich habe in Deutschland fahren gelernt, ich weiß das. Deswegen fährst du so langsam. Deutschen. Ja, dann fahren wir zum... Stimmt's, dass die da nur Schnitzel essen in Deutschland? Ist die Bratwurst vergessen. Und Bratwurst, Schnitzel und Sauerkraut. Und zu trinken gibt's nur Bier, sogar für die Babys schon. Das ist zwar alkoholreduziert, aber es ist nur Bier. Und was ist mit der Currywurst? Was ist das denn? Also ich habe mal gelesen, beziehungsweise auf einem meiner Auslandstouren, das ist eine Wurst, die ist klein geschnitten und da ist Curry drüber und Soße. Klingt gut. Göttlich. In der Tat kann man die Guten von den Schlechten unterscheiden. Die Guten, die Schlechten sind die, die einfach Ketchup drüber machen und Curry drauf und die Guten machen eine richtige Soße. Aber das ist Fachgesimpel. Ist das da vorne das Geschäft? Da steht ja. So groß. Was, ich kann es nicht lesen. TK Maxx. Ah. Dann? Nein, nicht wirklich. Wo fahren wir denn hin? Was hast du denn ausgesucht für? Charlie's Luchadores. Glück gehabt. Schon gehofft, ich müsste hier wieder mal in meinem Leben das Modehaus Zar betreten. Glück gehabt. Ja, dann beschreib mal, Joe, was das für ein Laden ist, wo er da gerade reinkommt. Also, Jonathan parkt vor der Tür. Ist auch auf einem ausgewiesenen Parkplatz. Natürlich, ja. Nun, man betritt einen kleinen Raum mit einem Tresen. Also, eigentlich ist es nur ein Schreibtisch. Und auf diesem Schreibtisch stehen schon ganz viele Modepuppen, also Köpfe von Puppen. Mhm. Wo ganz viele Masken handgenäht auf diesen Köpfen sind. Außerdem sieht man auch eine Drahtflechte, wo auch eine Mütze drauf hängt und die anscheinend noch in Bearbeitung ist. Wenn man durch den Raum durchschreitet, kommt man in einen etwas größeren Raum,
wo ganz viele unterschiedliche Wrestling-Sachen hängen. Also ganz viele kurze Hosen und längere Hosen und bunt und mit Glitzer und ohne Glitzer und lange Mäntel. Also alles, was einem Wrestlerherz begehrt. Ja, ja. Okay. Und dann gibt es noch eine Ecke, da sind dann die Outfits für die weiblichen Begleitungen. Mhm. Natürlich alles eng geschnitten und tief blickend. Ja. So wie es halt da gang und gäbe ist. Mhm. Natürlich auch teilweise für Athleten, ja, weil auch weibliche Athleten sind Athleten. Mhm. Und ich suche mir eine lange Hose aus und ohne Oberteil und einen Mantel. Ja, ja. Also ich muss mir jetzt hier irgendwas, was zu einem Vampir passt, aussuchen, oder? Das ist sehr gut. Ja, das solltest du tun. Hm. Hast du einen Vorschlag? Ich nicht, aber Charlie... Charlie ist der Verkäufer. Charlie! Oh, hallo, ja, womit kann ich dienen? Ich brauche für meine kleine neue Freundin hier ein Begleiter-Outfit. Du weißt schon. Mhm. Welche Richtung? Wie, welche Richtung? Wen soll sie denn begleiten? Na, mich! Ah, okay. Ja, was nehmen wir denn dann? Hm. Für Morte Famos. Vielleicht irgendwas so Todesengelmäßiges. Das ist eine sehr gute Idee. Ein ganz weißes Outfit wäre schön. Ich hätte jetzt an schwarz gedacht, aber weiß geht ja auch. Ich habe hier, glaube ich, noch von Victoria's Secret so diese komischen Engelsdinger, von denen die immer auf dem Rücken tragen. Geht Bikini? Selbstverständlich. Portion nickt. Hm. Ja, kommt damit sowas. Ja, die sieht halt wirklich aus wie so ein Victoria's Secrets Model. Dass sie aus der Kabine rauskommt. Ist ja ganz schick, aber ich glaube für den Alltag ein bisschen unbequem mit den Flügeln auf dem Rücken. Sollte es nicht... Entschuldige, Jonathan, rede. Ist nicht was Eleganteres und Dezenteres sein? Ich meine, wir treffen die Primogene. Nicht, dass ich für den Primär... die Führer der Clans in der Stadt. Charlie, guck dich an. Nein, ich gucke Porzian. Charlie, das ist, wie heißt das? Pep Talk. Wir üben unsere Rolle. Ah. Und Sie sind? Der Promoter. Ah, hast du dich endlich von der Flasche getrennt, William? Sehr gut. Eigentlich ist es keine Flasche und ich glaube, dass mein Begleiter hier sich vertan hat, er ist kein Promoter, er ist, wie heißt das? Mein Manager auf der Bühne, mein Sprachrohr. Ich dachte, das wäre das Gleiche. Ja, aber genau, was er sagt. Naja, Hauptsache, ihr seid euch da einig. Also was Dezente, also so was, in welche Richtung wolltest du das, Mr. Promoter? Knapp. Definitiv knapp. Ja, es muss knapper als so geht nicht. Oder? Ja, klar, gefällt. Ja. Knapper will ich aber selber nicht, mein Wort hier. Muss ja auch nicht. Ich finde, außerdem, wenn wir da jetzt irgendwie zu dieser Verhandlung gehen, dann würde ich das hier wohl nicht tragen wollen. Vielleicht haben wir sowas wie ein Sommerkleidchen oder sowas. Nee. Mit Blumen? Na klar. Nee. Wie wäre es mit einem schwarzen Abendkleid? Hm. Aus Samt. Ja, von mir aus. Habt ihr sowas?
Für mich mit Glitzer drauf, ja, schon. Aber ohne nicht. Glitzer ist gut. Glitzer lenkt ab. Glitzer ist sehr gut. Können wir nicht in einen vernünftigen Kleidungsladen fahren, außer dem hier? Nein. Der ist sehr gut. Ich will aber das, dieses Blümchenkleid da drüben. Nein. Die Blümchen passen nicht zu uns. Warum nicht? Ich bin Mortifer Mors. Ja, du sollst es ja nicht anziehen. Ja, aber du bist doch meine Begleitung. Ja, ich sehe das. Pass auf, ich sehe das so. Ich bin die arme kleine Frau, die du als Opfer ausgewählt hast. Die muss unschuldig aussehen. Jonathan, was hältst du von der Idee? Na, nach der Theorie muss es ja entweder ein weißes oder ein cremefarbenes Hochzeitskleid sein. Na, warum denn ein Hochzeitskleid? Weil das die Personifikation der Unschuld ist. Ach ja? Was du nicht alles weißt. Das ist doch so das Klischee, oder? Noch nie Twilight geguckt. Guck kurz. Natürlich habe ich Twilight geguckt. Ich nicht! Deswegen weiß ich es wahrscheinlich auch nicht. Oh mein Gott. Ich wäre doch... Also Jonathans Idee finde ich sehr gut. Ein Hochzeitskleid und dann trage ich ein Smoking. Ja, perfekt. Jetzt. Da habe ich zwei passende Kleidungsstücke direkt hier vorne im Angebot. Aber auf dem Smoking muss hinten draufstehen... Mortifer Mors. Ja, den Aufnäher dafür muss ich aber erst noch anfertigen. Das macht nichts. In 25 Minuten brauche ich's. Das kriege ich wohl nicht hin. Morgen können Sie den Aufnäher dann abholen. Wenn Sie den Smoking jetzt schon mitnehmen wollen. Oder morgen beides abholen. Jonathan, wann war nochmal das Gericht? In einer Stunde und 35 Minuten. Morgen ist zu spät, dann nehme ich so. Perfekt. Kostet auch nur. Moment, ist der und das und das. 2500 Dollar. Jonathan, bezahl mal bitte. Nein. Wie nein? Also zumindest nicht deinen Anzug. Portia hängt sich so an deinen Arm. Oh, das Kleid zahlst du sehr schön. Ja, einer muss ja auf dich aufpassen. Was kostet denn eine schwarze Fliege bei Ihnen? Ich habe die so hier vorne mit den Diamantsteinen drauf. Die ist schwarz. Ja, ohne Diamantsteine. Habe ich leider keine. Sieht sehr kitschig aus. Ja. Alles für die Show, nicht wahr? Ja, ist schon klar. Ich habe es verstanden. Dann muss ohne Fliege. Ja, wir fahren dann nochmal bei einem anderen Herrn Ausstatter durch. Ja, gut. Was kostet du das Kleid? 2000 Dollar, bitte. Bitte? Es ist ein Hochzeitskleid. Ich dachte, sie hätte jetzt das Blümchenkleid genommen. Nee, das Hochzeitskleid, das war ja im Angebot mit dem Anzug zusammen. Seid ihr verrückt? Wollt ihr das hier uns für verrückt erklären? Warum? Ich finde das schick. Ich auch. Weil da uralte Spießer rumsitzen. Wenn ihr da Hochzeitskleid und Brautanzug auftretet, denken ihr wollt sie verarschen. Portia kann das reichlich egal sein, William, aber uns nicht. Uns nicht. Also gehen wir doch in einen anderen Laden. Ja. Warum? Weil ich jetzt mal durchgreifen muss hier. Okay. Aber so kenne ich dich ja gar nicht. Ja, richtig. Mein Leben wird ganz selten bedroht, William. Ich hätte doch lieber Emma mitnehmen sollen. Ja, das wäre mir auch wesentlich lieber. Aber was soll ich denn dann anziehen? Wie geht's in den anderen Laden? Kaufen die einen normalen Anzug? Oh, wie peinlich. Charlie. Bitte? Charlie meint irgendwie peinlich.
Ja, Charlie, ja. Ist sehr peinlich. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe dort hinten einen Anzug gesehen. Einen, ja, den kann ich eigentlich tragen. So kitschig sieht der nicht aus. Ich glaube, den nehme ich. Ich werfe mal einen Blick auf den Anzug. Ja, der ist halt ein bisschen breiter geschnitten für muskulöse Personen halt. Ja, und halt, ja. Der hat so Sollreißstellen an den Ärmeln. Solange man die nicht sieht. Also wahrscheinlich, damit man nicht sieht. So ja, ja, schon klar. Aber sind die auffällig von außen? Man sieht sie nicht, wenn man nicht drauf achtet. Der, William. Du da, einpacken, Rechnung, los geht's, wir haben keine Zeit. Ja, okay, dann kommt ihr mit, keine Ahnung, $200 weg, wenn ihr nur den Anzug da kauft. Und ja, geht dann für Portia noch irgendwas für anderes Vernünftiges kaufen. Und kehrt. Ich hätte gerne schwarze Fliege. Ja, und kehrt dann zurück zum Apartment. Hat länger gedauert, als es, also Melina und Emma müssten ordentlich warten. Und es ist jetzt, bis sie da was Vernünftiges gefunden hatten. Also eine Dreiviertelstunde habt ihr noch bis zur Verhandlung. Ich komme die Treppen hochgestapft. Die beiden mich fragend angucken. Ja. Nein. William hat was heißt denn das jetzt? William hat einen schwarzen Anzug an. Und ja, Portia hat so ein, ja, ein recht dezent aussehendes weißes Kleid an. Mit Ausschnitt. Wie tief? Zu tief für deinen Geschmack. Ich hätte jetzt genau umgekehrt. Ich schaue empört zu Jonathan. Gehe ich in mein Schlafzimmer, hole eine Strickjacke und werde sie dann Portia entgegen. Oh, cool. Die sieht ja nett aus. Ist ein bisschen groß. Bind sie dir um. Ist mir egal, aber mach was. Und ich deute so auf ihren Ausschnitt. Ich fand den gut. Der Verkäufer fand's auch gut. Nicht für eine Gerichtsverhandlung. Aber man muss sich immer passend anziehen. Wenn du einen Mann rumkriegen willst, dann so. Für eine Gerichtsverhandlung so. Aber und ich zeige auch eine Menge Männer. Ja, aber du willst nicht als Nutte rüberkommen oder als jemand, den sie flachlegen wollen, sondern als jemand, der vertrauenserweckend ist und deren Fürspruch verdient. Ach, alles hat seine Vor- und Nachteile. Du kannst ja für jeden die Beine breit machen, wenn dir das lieb ist. Das brauche ich nicht, so weit kommt es nicht. Dann zieh die Jacke an. Mach ich. Sehr schön. Ja, Melina habe ich auch so ein paar Sachen angeboten zum Ausleihen, weil sie ja nicht wirklich Wechselkleidung hier hat und ich glaube, sie trägt jetzt den dritten Abend hintereinander dasselbe. Das geht nicht, Melina. Gott sei Dank schwitzen Vampire nicht. Also ich würde tatsächlich sogar nochmal unter die Dusche hüpfen und ein anderes T-Shirt anziehen, aber das reicht dann auch. T-Shirt, Jeans, Stiefel reicht. Yep. Aber ich gebe dir eins mit Glitzer. Das wird im Badezimmer liegen bleiben. Hey, das hätte deine Augen so zum Funkeln gebracht. Ja, lass mal, nicht mein Style. Ja, und ich schaue sie von oben so an. Das sehe ich. Egal, wo müssen wir hin? Zum Succubus Club. Genau. Oh Gott. Während die begannen, sich zu unterhalten, bin ich wie so ein kopfloses Huhn immer zwischen zwei Zimmern in der Wohnung hin und her. Und als der peinliche Teil von dem Gespräch kam, stehen geblieben, roter Kopf, Zimmertür zu. Ich schau mal zu William. Was hast du mit ihm gemacht? Was? Er ist verrückt geworden.
Deswegen schaue ich ja unseren kleinen Malkavianer an. Er hat nichts damit zu tun. Ich war ja die ganze Zeit dabei, um auf ihn aufzupassen. Danke, Portia, danke. Also ich habe nicht mit Steinen geredet. Das ist richtig. Wie, er redet mit Steinen? Ja. Ich gehe mal an die Tür, hinter der er sich verbarrikadiert hat, und klopfe mal an. Jonathan? Dich einkaufen, bitte! Dafür haben wir leider keine Zeit mehr, aber vielleicht morgen. Nein! Noch einmal einkaufen und ich brenne was ab! Und was sagen deine Freunde die Steine dazu? Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Tür auf, mach wieder ein seriöses Gesicht. Es war beides der gleiche. Zwei Steine, die genau gleich aussehen. Nein, sowohl der Anschlag auf Melina als auch der Brandanschlag auf das Fitnessstudio oder Trainingsstudio von William war entweder genau die gleiche Person oder zwei Personen, die sich sehr ähneln und die gleiche Ausbildung genossen. Und das haben dir deine neuen Freunde erzählt? Es ist eine Kraft, die meinem Clan gegeben ist, dass wir Objekte nach ihrer Interaktion mit anderen Wesen fragen können. Ich schaue ihn so ein bisschen zweifelnd an. Ja, okay. Es ist halt... Dann geh bitte aus meinem Schlafzimmer raus. Er sieht im Moment so aus wie, was will sie mir damit sagen? Bam, roter Kopf, Stein in das Gesicht, geht raus. Dankeschön. Ich schließe die Tür hinter ihm und bleib aber auch mit draußen. Bleib stehen, dreh mich um. Emma, was für ein Bild hast du von mir oder um genau zu sein, generell von Männern? Ich weiß noch nicht, ob ich dich in diese Kategorie einordnen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber glücklich sein soll. Das wird sich noch herausstellen. Aber wir müssen jetzt los. In der Tat. Hast du deinen Kopf so weit geklärt, dass du vernünftig argumentieren kannst? Ich? Ja, du? Ich bin der Ausgestoßene unter uns. Mir wird man am wenigsten glauben. Nur so nebenbei. Wenn du dann noch als der verrückte Ausgestoßene rüberkommst, ist das, glaube ich, auch nicht so gerade positiv für uns. Warum der Verrückte? Die Brümmel gehen... sich hin, Moment. Die Steine haben gesagt, nicht morgen einkaufen, nicht morgen einkaufen. Nee. Du wirfst gerade Halbwissen und William-Logik durcheinander. Ich habe gesagt, ich will nicht einkaufen, weil mir das auf den Sack geht. Moment einmal, da möchte ich mal einwerfen. Was heißt hier bitte William-Logik? Ich möchte nochmal wiederholen. Ich rede nicht mit Steinen. Meine Logik ist geradewegs gut. Ich habe gesagt, nimm das Brautkleid. Das war schick. Siehst du's? Nee, leider nicht. Wir haben es ja da gelassen. Ihr wollt ein Brautkleid kaufen. Ich lächle Emma an. Siegessicher. Das war schick. Und William hätte so einen schwarzen Anzug gekriegt. Also noch besser als der da. Ich würde auch so gerne mal Brautkleider anprobieren. Wie sah es denn aus? Oh, das hatte eine lange Schleppe und. Ja. Gut, aber wo Jonathan recht hat, das muss man ihm lassen. Ich glaube, für diesen Anlass wäre es nicht das Richtige gewesen. Aber wir können ja mal in einen Brautmodenladen gehen und einfach nur mal probieren. Oh ja, gute Idee. Und dabei würde ich aber rausgehen Richtung Wagen und so. So einen flehenden Blick Richtung Emma. Muss ich da mit? Natürlich. Wir müssen doch die Auswirkungen testen. Warum? Ich habe euch doch nichts getan. Ich war immer nett so. Ich habe sogar Potsdam-Blut besorgt. Keine Sorge, nicht morgen. Gut. Wer weiß, ob wir morgen noch leben. Gut, dann... Ja, ihr fahrt zum Succubus-Club, da ist diesmal keine Schlange vor, was relativ selten sonst ist.
Auch sind die Werbelichter außen am Club aus. Und ja, auch kein Türsteher steht vor der Tür. Dann gucken wir, ob offen ist. Ich rufe sie fragend an. Genau, ich steige aus und gehe auf die Tür zu und versuche, die zu klinken. Die Tür ist offen und ihr betretet den Raum, wo ihr jetzt schon so oft reingegangen seid. In die Tanzfläche, die diesmal allerdings jetzt, wo keine Leute hier sind, unendlich anders wirkt, als wenn hier voller Disco-Betrieb ist. Die Disco-Lichter sind auch nicht an, es ist einfach nur so ein ganz diffuses Neonlicht, was irgendwie da ist. Es ist ja. Die schwarzen Wände und der schwarze Boden sehen jetzt, wo das so hell beleuchtet ist, mit diesem normalen, hellen, kalten Neonlicht auch ein bisschen ja, versifft, würde man fast schon sagen, aus. Also nicht wirklich versifft, aber so abgenutzt. Und ja, es sind oben auf der ersten Etage so Sitzreihen aufgebaut. Mit großen, fast schon so thronartigen Stühlen. Und unten ist eine kleine Bühne aufgebaut, wo sonst die Tanzfläche ist. Und davor auch ein paar Stühle, wo schon einige Personen sitzen. Momentan aber noch keiner zu sehen, den ihr kennt. Und wenn man tippt, einmal kurz muten, das wäre nett. Ist es offensichtlich, wo wir hingehören? Es ist jetzt zumindest kein Sitz mit einer Beschriftung Emma Williams zu sehen. Ja, dann würde ich einfach hoch erhobenen Hauptes reinspazieren und mich umschauen und auch die Leute mal so ein bisschen mustern und versuchen einzuschätzen. Sieben Stühle sind oben. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz off-topic was dazwischen frage. Ja. Aber kennen wir das ganze Prozedere? Nein. Also wissen wir, ne, Ihr okay, also wart ja noch kann ich. nie bei so einem Ding dabei. Also es sind sieben Stühle oben auf dieser Balustrade, ein großer Stuhl in der Mitte der Bühne, wo sonst halt nur ganz normal wie so eine Bestuhlung für ein Konzert. Das sind so keine Stühle, die offensichtlich sind, dass sie für uns sind. Doch, der große in der Mitte ist für mich. Sollte er versuchen, sich dahin zu setzen, versuche ich ihn davon abzuhalten. Es geht, als ihr in den Raum betretet, so Gemurmel los zwischen den anwesenden Personen. Und man steckt so ein bisschen die Köpfe zusammen. Einige zeigen so auf euch. Ja, wie gesagt, ich würde die Menge so ein bisschen mustern wollen und auf so Typen achten, die eindeutig abschätzend sind oder auch, wo man so vielleicht ein bisschen Zustimmung für uns entdecken kann. Also so ein paar Punkte, die sowohl positiv als auch negativ rausstechen und mir versuchen, die Gesichter zu merken. Ja, also großartig. Also man scheint euch zu kennen, so, aber sonst irgendwie man sieht wenig zu, dann oder also Zustimmung oder Abneigung. Also die zeigen halt nur, ah, guck mal, da sind die. So würdest du das deuten. Ja gut, das bin ich gewöhnt. Ja, oben in dieser Box, wo Emma ja auch schon mal drin war, wo man von oben aus die Tanzfläche halt überblicken kann, von der Treppe, da kommt jetzt der Brennan herunter. Und ja, hat einen schicken Anzug an mit Krawatte
Und lächelt euch freundlich an und sagt, ja, das sind ja die Ehrengäste. Herzlich willkommen, oh. Sitzt euch. Vielen Dank. Wo darf ich denn Platz nehmen? Auf jedem Stuhl hier unten. Wo du möchtest. Sehr gut, dann nehme ich den in der hintersten Reihe. Okay. Ja, dann gehe ich in die hinterste Reihe und setze mich da auf einen Stuhl. Okay. Und die anderen? Einfach irgendwo am Rand. Am Rand? Okay. Ja, ich würde mich auch eher so auf die Seite setzen am Rand. Also zu Emma? Ja, ich setze mich zu Emma. Ja, die Tour. Ja. Damit William nicht so alleine ganz hinten sitzt, setzt sich Portia neben ihn. Warum sitzt du hinten? Von hinten hat man die beste Aussicht. Ist das so? Also der große Typ da vorne hat einen ziemlich kahlrasierten Schädel und hält ihn immer blöderweise vor den Stuhl. Ja, aber du kannst den Kopf beobachten. Den Kopf. Ja, warum nicht? Aber den will ich nicht beobachten. Dann geh hin und sag ihm, er soll sich woanders hinsetzen. Okay. Steht auf, geht zu dem Typ hin, tippt ihn so auf die Schulter, der guckt so rüber, schaut ihn, redet kurz mit ihm. Dann steht er tatsächlich auf. Und setzt sich woanders hin. Kommt zurück. Hat funktioniert. Siehst du, man muss nur reden. Und jetzt hat man die beste Übersicht von ihm. Super. Ja. Der Saal füllt sich langsam. Ihr seht auch ein paar bekannte Gesichter inzwischen. Zum Beispiel den Kaiser. Und den Prias, die sich allerdings nicht hinsetzen, sondern weiter hinten stehen bleiben. Und der Kaiser ist in Begleitung von einer Frau, die zumindest William kennt. Ja. Ja. Ja, die geht ohne dich zu beachten, einfach an der Stuhlreihe, wo du sitzt, vorbei und setzt sich weiter nach vorne. Der Kaiser bleibt hinten stehen. Es sind noch ein paar andere, die auch stehen bleiben und sich nicht hinsetzen, obwohl noch freie Plätze da sind. Und auch oben auf der Balustrade kommt ein bisschen Bewegung in die ganze Sache. Ihr seht den Doc, wie er oben Platz nimmt. Ihr seht auch die Inyaga, wie sie Platz nimmt. Dann ihr seht hier eine vermummte Gestalt mit einer Kapuze auf, tief ins Gesicht gezogen, wie sie Platz nimmt. Eine junge, ja makellos aussehende Frau in einem Abendkleid sitzt, setzt sich. Ein Mann mit Anzug. Zylinder setzt sich auch genauso wie der Brennan sich oben hinsetzt. Den Sheriff könnt ihr beobachten, der sitzt halt auch irgendwo im Publikum, den kennt er ja auch. Und habt ihr sonst habt ihr noch irgendwen kennengelernt? Ich glaube nicht. Ach ja, und wie hieß sie? Eure Malkavianer-Freundin. Maureen. Maureen. Ja. Hattest du den von Tremere schon? Ja. Kennst du den? Ah, du doch so klar, du kennst den auf jeden Fall. Das ist der Mann mit dem Zylinder, ja. Der sitzt oben.
Und du erkennst auch ein paar andere von den Tremere, die auch hier im Publikum sitzen, also zwei. Ignoriere die. So viele seid ihr ja nicht. Dann kommen noch ein paar Vampire rein, die kommen, obwohl kein Platz mehr da ist. Also zumindest Personen, also ihr wisst nicht, ob es Vampire sind oder nicht, es sei denn, ihr wollt irgendwie Kräfte einsetzen. Und schauen sich um und bleiben dann aber auch hinten stehen, weil kein Platz mehr frei ist. Ja, der Sheriff wurde vom Methusalem fast ausgesagt, genau. Hat der Lucky gut im Kopf. Okay, ich weiß nicht mehr. Aber gut, dass du es erwähnst. Und zwar habe ich tatsächlich wirklich vor, mal Aura lesen zu machen. Jetzt muss ich nur mal gerade mal gucken, ob ich mich dazu auf eine Person konzentrieren muss oder ob ich das generell sehe. Schau mal nach. Ja. Auren anderer Wesen, also im Plural gesprochen, dann würde ich tatsächlich im Vornherein einen Willenskraftpunkt für einen zusätzlichen Erfolg ausgeben und einen zweiten für einen Botch zu negieren, falls ich einen würfle. Weil das ist jetzt eine ziemlich wichtige Information. Das sind meine üblichen, genau, Wahrnehmung, Empathie. Damn you, Lady, da gab wenigstens kein Botsch, das heißt 4. Heißt für mich was? 4 ist, die Hauptfarben sind erkennbar, die Muskeln sind erkennbar und subtile Veränderungen sind wahrnehmbar. Und wen schaust du an? Ja, erstmal die Primogene. Ob da irgendwas jetzt heraussticht, was an Gefühl nicht passt, also muss jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen, dass der von den Tremere mich wohl nicht leiden kann, dass der irgendwie hasserfüllt auf mich ist, das ist wohl logisch. Also die sind alle, ja, würde ich sagen, angespannt, aufgeregt. Maureen ist zuversichtlich. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Einfach mal, um vielleicht noch nötige Asse rauszufinden, von oben den oder von den Anwesenden, hat keiner schwarze Schlieren in der Aura? Von den oben. Generell im Raum. Ich gucke mich jetzt überall nochmal um. Dann hat Portia welche. Okay, was sagt sonst ihre Aura noch? Die ist fröhlich. Fröhlich, okay. Ja, ich gucke mich dann um, quasi, wenn ich mich zurückschaue, dann. Ich glaube, Melina sitzt direkt neben mir, hörst du so ein. Und, ja, sonst gucke ich mich mal um. Sind alles Vampire hier oder sind Menschen da? Sind alles Vampire, außer die, die hinten. Also hinten stehen auch ein paar, aber die meisten, die hinten Genau. stehen, sind alles Menschen. Gut, aber hat keiner von denen eine leuchtende, schillernde Aura? Das wäre jetzt hier noch mit Überraschung. Leuchtende, schillernde Aura heißt was? Eine Wehrkreatur. Nein. Ist kein Maulwurf hier, der noch mal den Party Crasher spielen will. Ja, dann. Okay. Dann, Ich beginnt. würde ihn, ich, nee, ich würde ihn mal anstupsen. Er hat ja dieses laute Schluckgeräusch gemacht. Ich würde ihn mal so am Tippen. Was ist denn? Klären wir später. Wir haben ein ziemlich übles Problem mit Portia. Später. Ich versuche mich auch, dieses Bild dringend zu vergessen, falls jemand meine Gedanken gerade liest. Oder im Lauf der Veranstaltung. Aber wenn jemand Portia erwähnt, suche ich mir sofort das Bild eines rosa Elefanten ins Gedächtnis. Okay. Gut. Dann Ja.
Ja, Portia wird ein paar Mal aufstehen neben dem William, ein bisschen herumlaufen, mit verschiedenen Leuten sprechen. So irgendwie so, hallo, und sich vorstellen und so ganz freundlich. Und setzt sich dann wieder zurück zu William. Boah, sind das freundliche Leute hier. Ja, gewöhn dich schon mal dran. So reagieren alle auf uns, die uns sehen. Ja. Das ist gut. Aber die da vorne hat auch ein Hochzeitskleid an. Da wäre ich gar nicht großartig aufgefallen. Ich gucke mir die mal an. Ja, da sitzt halt eine Frau im Hochzeitskleid. Eine schwarze. Mit so Dreadlocks. Hochzeitskleid. Also ganz ehrlich, Ganz dezent, undezent geschminkt. da werde ich aber nachher mal mit Emma ein und mit Jonathan ein ernstes Wort reden. Echt Aber mal. jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, was hier so abgeht. Okay. Dann beginnt die Verhandlung, indem Lodin auf die Bühne tritt und ja, irgendwie das Wort erhebt und zur Menge spricht und meint, liebe Schwestern und Brüder, wir haben uns hier versammelt zu einer unserer Sitzungen und ich bin positiv überrascht, dass heute so viele anwesend sind. Ich freue mich, wenn ich hier den Überblick behalte, dass fast alle gekommen sind, die ich aus der Stadt kenne. Ich begrüße alle Clans und die Clan-Oberhäupter natürlich besonders. Wir haben uns hier zusammengefunden, um einige wichtige Dinge für diese Stadt zu klären und zu diskutieren. Und wie immer möchte ich sagen, dass wir natürlich alles gemeinsam was be besprechen, was diese Stadt angeht. Denn wir alle leben hier. Und es ist mein Anliegen, dass ihr euch hier auch wohlfühlt. Nun, es gibt einige Anträge für heute. Zum Beispiel geht es heute um die Polizei und die Feuerwehr und um die Aufkäufe in dem Distrikt des Wrestling-Studios von Mr. Andrews. Genauso wie um TV-Rechte und um generell die Wrestling-Angebote in dieser Stadt. Da geht es um Wrestling, Portia. Das ist wichtig. Habe ich gehört. Bist ja genau der Richtige. Vielleicht solltest du dich gleich melden, um was dazu zu sagen. Meinst du? Klar. Ja, okay, ich stehe auf. Ja, er stockt so in seiner, guckt so rüber. Also, Anbetracht der Tatsache, dass ich Mortifer Morse, Wrestling Champion of the World, am meisten Ahnung von Wrestling habe und meine Schule niedergebrannt wurde, da bin ich dafür, dass Wrestling eine obergeordnete Rolle spielen sollte. Darum geht es nicht. Ich war aber noch nicht ganz fertig mit der Tagesordnung, denn wir haben auch noch ein paar Verbrechen zu diskutieren, die anscheinend begangen worden sein sollen. Nun, wollt ihr Mr. Andrews mit dem Wrestling-Part anfangen? Wollt ihr, dass wir das vorziehen? Also, wenn der Rest nichts dagegen hat, und ich gucke in die Runde. Ja, der Doc steht oben auf von seinem Satz. Ich habe noch einen wichtigen Eilantrag für die Sitzung. Bitte, Doc. Wir haben zu diskutieren, wie es um die Wehrwesen in der Stadt geht. Und dann geht so ein kurzes Raunen durch die Menge. Lodin guckt so ein bisschen. Wehrwesen? Es gibt Vermutungen, dass es Wehrwesen in der Stadt gibt, die uns angreifen und gezielt
Mitglieder dieser Versammlung oder dieser Stadt, der Vampirgesellschaft, töten. Und zwar nicht nur an den äußersten Stadträndern, sondern mitten in der Stadt. Nochmal geht so ein Raunen durch die Menge. Ich beantrage, dass wir diese Sache als allererstes diskutieren. Gut. Jemand dagegen? Dann ich erhebe mich und sage, ich unterstütze den Antrag. Also bedeutet das jetzt, dass Wrestling an zweiter Stelle kommt? Ich verleihe die Augen. Ja, das heißt es dann wohl. Okay. Ja, das steht die Frau auf der obersten Balustrade steht auf mit dem schicken Abendkleid. Ich bin dagegen, dass wir diese Sache zuerst diskutieren, denn ich möchte die weitreichenden Fehlentwicklungen dieser Stadt zuerst ansprechen. Wie ihr alle wisst, geht in dieser Stadt einiges drunter und drüber und das nicht nur, weil es in letzter Zeit so viele Frischlinge in der Stadt gibt. Es schaut irgendwie so in eure Richtung. Sondern vor allem, weil sie sich nicht zu benehmen wissen. Und unser Prinz duldet ihre Vergehen auch noch. Ich habe auch einen Eilantrag und möchte darüber abstimmen, Lodin abzusetzen. Und dann geht ein großes Raunen durch die gierige Menge. Und dann würde ich das Wort ergreifen und sagen, natürlich, ihr spielt den Werwölfen oder Werwesen in die Hand. Das Innere zerrütten, damit sie uns schön angreifen können. Zuerst ist doch unsere Außenwirkung wichtig und zu sichern, was wir haben. Und dann können wir uns um unsere Probleme kümmern, die wir intern haben. Ja, der Tremere steht auf und meint, dass es Werwesen in der Stadt gibt, ist momentan eine haltlose Behauptung. Das könnte man erörtern. Das hat nichts mit Lodin zu tun. Stimmt, aber äußere Bedrohungen haben durchaus Vorrang vor inneren. Und wer von euch glaubt, dass Lodin Bedrohungen von außen gut entgegenstellen kann, wenn er nicht mal seine eigenen Küken im Griff hat? Dann wieder geht Geraune los. Wer sagt, dass er sie nicht im Griff hat? Nun, ihr habt alle von den Geschichten gehört, die in der Stadt herumgehen. Einige von euch waren sogar involviert, ihre Spuren zu verwischen, weil sie es selber nicht hinkriegen. Worum geht's hier gerade? Sie schaut so ernst in seine Richtung und meint so, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Nun, lasst uns ein paar Beweise ansehen. Vielleicht solltet ihr erstmal rausrücken mit dem, was mir vorgeworfen wird. Nun, Achtlosigkeit und schwerster begangener Maskeradebruch. Wieder geht ein Raunen durch das Publikum. Inwiefern? Er hat im Fernsehen vor aller Öffentlichkeit eine Person ausgesaugt. Unterstellung. Wir haben Gegenbeweise. Ist das so? Ich habe Fernsehbilder. Ja, das mag sein, aber ich habe auch Dinge. Es geht wieder so ein Murmeln und Raunen durch den. Dann steht diese vermummte Gestalt mit der Kapuze auf und meint, ich bin dafür, dass er sich verteidigen darf. Er soll rausrücken mit seinen Gegenbeweisen. Ich habe die Beweise verführen auch noch nicht gesehen, aber ich habe die Fernsehbilder beobachtet. Nun, ich möchte Beweis Nummer A aufrufen, nämlich meine Freunde und Portia. Und viel wichtiger als das, weil da wird man sagen, es sind deine Freunde und deswegen haben sie definitiv auch dich gesehen, möchte ich noch dazu sagen, dass mein GPS-Signal garantiert in dieser Stadt war. Aha. Außerdem
So wahr der Kaiser mein Zeuge ist, hat er mich auch gesehen. Und ein Ghoul. Es geht wieder so ein leichtes Murmeln durch die Menge. Ich würde dann auch aufstehen, du vergisst einen Zeugen, William. Und zwar hat das Haus Tremere einen Gargül auf dem Nachbardach postiert, der dich auch gesehen haben muss, wie du dich in Emmas Wohnung befandest, während die Fernsehübertragung war. Das halte ich für ein Gerücht, meldet sich der Mann mit dem Zylinder. Auch dafür gibt es Zeugen. Für was gibt es Zeugen? Dass dort ein Gargül stand. Es sei denn, ihr gebt zu, dass ihr die Macht über eure Gargüle verloren habt. Und jemand anderes... Das ist ja lächerlich. Dann? Hatten wir nicht sogar ein Foto gemacht, um das ranzoomen zu können, um zu sehen, was das ist? Ihr habt durch das Handy... ja. Ich weiß nicht, ob ihr ein Foto gemacht habt. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr ein Foto von dem gemacht habt. Wäre naheliegend, ja. Ja, dann würde ich das Foto auf meinem Handy aufrufen und... nach vorne treten und das dem Lodin zeigen. Schau so. Nun, ich sehe hier eine Statue, die einem Gargül ziemlich ähnlich sieht. Da muss ich zugeben. Auf diesem Gebäude steht sonst keine Gargülenstatue, nicht wahr? Schaut so Richtung Tremere. Der schaut so ein bisschen böse so in zurück und meint dann so, das ist Verleumdung! Das ist gefälscht, eine Fälschung, eine Fotomontage. Aber eure Beweise sind doch auch Fernsehbilder, die auch eine Montage sein könnten. Warum sollen diese wahr sein, wenn unsere gefälscht sind? Zu Weil denen wir ja auch noch Augenzeugen haben. Nun, wir haben und die Macht über unsere Gargüle. Wir wissen, wo sie sind. Und ich weiß ganz genau, dass dort keiner war. Und möchtest du mein Wort anzweifeln, Küken? Ja. Was? Also ehrlich gesagt möchte ich raunen. Moment. Besteht denn die Möglichkeit, dass jemand anderes Gargüle in die Stadt schickt? Außer der Pyramide? Nein. Da siehst du. Dann ist die logische Schlussfolgerung welche? Dass es eine Fotomontage ist. Nein, ist es nicht. Und außerdem habe ich noch einen weiteren Beweis, dass ich gar nichts damit zu tun haben kann. Moment, eins nach dem anderen, William. Ich würde mich mal Richtung der vermummten Gestalt zuwenden. Ich denke, ihr könnt sehr wohl und sehr schnell herausfinden, ob dies eine Fotomontage ist. Er nickt. Dann reiche ich ihm das Handy. Auch ob die Bilder vom Fernsehen Fotomontage waren, ob sie live gesendet wurden. Und sicher gab es in dieser großen Menge irgendeinen unserer Beobachter, oder um genau zu sein, eurer Beobachter, die mit gewissen Fähigkeiten feststellen können, ob das ein Vampir war, ob er eine Kraft einsetzte, um so auszusehen wie Mr. Andrews. Ich muss sagen, dass diese Sache mit den manipulierten Fernsehbildern nicht wahr ist. Jemand von unserem Clan war vor Ort und hat es live miterlebt, wie er den Mann ausgesaugt hat. Das meinte ich ja. Und wir haben einen Vampirzeugen. Ich bezweifle nicht, dass diese Veranstaltung so, wie sie im Fernsehen übertragen wurde, stattgefunden hat. Ich bezweifle nur, und das bezweifle ich nur, das weiß ich mit Sicherheit, dass derjenige, der diesen Menschen ausgesaugt hat in aller Öffentlichkeit, William war. Könnt ihr... Wer soll es denn sonst gewesen sein? Jemand, der optisch sich so hat aussehen lassen wie William, um uns zu verleumden. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe trotzdem noch einen Beweis. Alle drehen sich so zu dir um. Ganz ehrlich, dieser Beobachter, der definitiv im Publikum saß, hat gesehen, dass es ein Titelmatch war, oder? Ja. Er hat auch gesehen, dass ich den Titel gewonnen habe, richtig? Ja. So, und nun zeige man mir in ganz Chicago... Am besten irgendwo in meiner Gegenwart, weil ich bin Mortifamors und ich würde niemals meine Wrestling-Titel
alleine lassen. Selbst den jetzigen, den ich trage, habe ich dabei. Wollt ihr ihn sehen? Nun, an diese Sache haben wir gedacht, sagte der Mann mit dem Zylinder. Ja, dann bitte, dann ich höre. Verehrte Versammlung, wir haben hier die Papiere vom Bankschließfach eines William Andrews. Und fragen Sie mal, was in diesem Bankschließfach gelagert ist. Richtig, ein Champion-Titel. Ja, das mag sein, aber zeigen Sie mir die Unterschrift. Zeig die. Ist deine Unterschrift, würdest du sogar selber sagen. So vom Angucken. Du weißt, dass es nicht deine ist, aber sieht genauso aus wie deine. Das ist definitiv nicht meine Unterschrift. Das kann jeder behaupten. Es kann auch jeder behaupten, dass es meine Unterschrift ist. Also ganz ehrlich, das sind alles nur Indizien, keine eindeutigen Beweise. Wo sind denn jetzt die eindeutigen Beweise? Komisch, dass alle eindeutigen Beweise von denen kommen, die uns durch irgendwelche Gargüle beobachten lassen und uns den Vorwurf überhaupt stellen. Was immer noch nicht bewiesen ist. Ihr habt auch noch nicht bewiesen, dass eure Anschuldigungen stimmen. Nochmal geht ein Raunen durch die Menge. Gut, fahren wir fort. Und es wird so eine Leinwand runtergefahren und dann steht ein Mann auf im Publikum, der auch in so einem feinen Anzug gekleidet ist mit so spitzen Absätzen. Und meint so, redet mit italienischem Akzent und sagt, dieser Vampir hat in unserem Territorium einen unserer Art angegriffen. Und dann werden die Überwachungskamera-Bilder von der Szene, die ihr in der Pizzeria erlebt habt, gezeigt. Und dann steht ein anderer auf. Irgendwie ein, mit so einem Bürstenschnitt, irgendwie ein ziemlich hagerer Typ. Und meint so, außerdem, und dann schwingt so das Bild um, werden wieder Kamerabilder gezeigt, und zwar wie William die Bar verwüstet, wo der Kaiser drin war. Und ein Dritter steht auf, diesmal eine Frau. Ich habe dafür gesorgt, dass die Leichen, die der dort hinterlassen hat, auch weggeschafft werden. Es kommen Fotos von einem toten Mann. William erkennt den als den Autofahrer, der ihn ganz am Anfang mal ziemlich geärgert hat. Und dein Promoter. Beide irgendwie auf so einer Leichentrage. Mein Promoter ist tot? Anscheinend. Wenn das Bild stimmt. Also das war ich ganz sicher nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich bringe doch nicht den um, der mir Aufträge beschafft. Also ganz ehrlich, ihr könnt ja alle Beweise der Welt dahinlegen. Aber das da ist garantiert Fake News. Und wenn ich einen Twitter-Account hätte, dann würde ich jetzt twittern. Ich glaube, das ist keine gute Idee, mein Portia. Was, zu twittern? Mhm. Warum? Was habt ihr zu den Anschuldigungen zu sagen, meint Lodi. Ja, nix. Das ist alles definitiv nicht wahr. Also, außer, dass ich die Bar verwüstet habe, das gebe ich ja sogar zu. Aber das war eigentlich nur aus Versehen. Und meinetwegen bezahle ich es auch. Ja,
Ja, die Frau, die mit dem Kaiser zusammen reingekommen ist, steht auf und meint, das wäre sehr gut, das würde meinen Finanzen ziemlich gut entgegenkommen. Wobei wir diesen Verwüstungsaspekt gerne rausnehmen können. Ich bin der Meinung, da es meine Bar ist, dass ich das nicht zur Anklage bringe. Ich denke, wir könnten Licht in die ganzen vorgeworfenen Ereignisse hier bringen, wenn man in weitere Ereignisse in Betracht zieht. Den Mord an meinem Erschaffer, das Niederbrennen seines Fitnessstudios, den versuchten Mord an Melina. Redet weiter. Diese Ereignisse sollten vielleicht berücksichtigt werden bei den Untersuchungen. Der Doc steht wieder auf und meint, es geht ein Mörder um in dieser Stadt. Vielleicht nicht nur einer. Das ist das vorwiegende Problem. Was diese Küken gemacht haben, war vielleicht nicht ganz koscher. Aber es ist auch noch lange nicht von der Tragweite, dass wir jemanden mordend hier in dieser Stadt umherlaufen lassen dürfen. Da stimme ich voll und ganz zu. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz, wenn ich wüsste, wo Simon Garfunkel sind, dann könnten sie vielleicht zu meiner Entlastung beitragen. Also einer von den beiden ist ja definitiv tot, das weißt du. Das ist Simon, glaube ich, war ja tot. Wo Garfunkel ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das mit diesem Schließfach und mit dem Gürtel in dem Schließfach. Jetzt, ich meine, schaut mich an. Ich bin Mortifamor. Ich bin verdammt stolz darauf, Wrestling Champion of the World zu sein. Und ganz ehrlich, verdammt nochmal, ich wäre doch nicht so bescheuert, wenn ich diesen Titel hätte, ihn irgendwo einzuschließen. Dann würde ja niemand sehen, dass ich Wrestling Champion of the World bin. Außerdem wäre das total hirnverbrannt. Ja, die Frau steht vorne auf. So sehr ich ihn nicht leiden kann, umso mehr muss ich ihm da recht geben. Er tickt nicht so wie alle anderen. Er würde es zur Schau stellen, wenn er den Titel hätte. Und der Typ mit dem Zylinder meint so, kein Wunder, dass du für ihn sprichst. Du bist ja seine Erschafferin. Das zählt nicht. Dann steht Maureen auf und meint, nun, die Katzen sagen, dass er unschuldig ist. Deswegen müssen wir darüber nicht weiter diskutieren, oder? Sehe ich auch so. Ein Dritter steht auf. Die Hunde auch. Ein Vierter steht auf. Und die Straßenschilder. Maureen meint, seht ihr? Er ist unschuldig. Und außerdem sagt das auch Siri. Man braucht sie nur fragen. Gut. Meinte der Typ mit dem Zylinder. Vielleicht habt ihr recht, aber was ist mit dem weitaus schlimmeren Verbrechen? Nämlich abtrünnig zu werden vom Blute eines alten Vampirs. Dieser da, und Hä? Zeigt auf Jonathan, war Mitglied unseres Clans und hat Blutsbruch begangen. Er wurde aus dem Clan ausgestoßen. Wer weiß, für wen er jetzt arbeitet und mit welchen alten Kräften er zu tun hat. Ich würde sagen, er ist mit diesen merkwürdigen Morden auf jeden Fall in Verbindung zu bringen. Vielleicht ist er ein Maulwurf eines alten Vampirs, der uns ans Leder will, der unseren guten Lodin irgendwie ans Leder möchte.
Also, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, der Einzige, der hier Lodin absetzen will, seid doch ihr? Ich möchte ihn auf keinen Fall ab. Er hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Schaut so zu Annabelle rüber, die so einen bösen Blick zuwirft. Also zu der Frau mit dem Kleid. Die den Antrag gestellt hat, ihn abzusetzen. Mhm, genau, ja. Oder darüber zumindest zu diskutieren. Nee, Williams Erschaffer ist nicht ein Primogen, sondern es ist die Frau, die eben reingekommen ist mit dem Kaiser zusammen. Habe ich die jetzt als Bild eigentlich hier in dem neuen Layout drin? Kann ich auch mal eben das Bild nochmal zeigen? Ja, da, diese Frau. Vielleicht nochmal für euch auch. Wo habe ich sie? Kann ich ja hier in Discord mal kurz reinziehen bei euch. Da. Zack. Ja. Sollte euch bekannt sein aus dem Intro von Joe. Falls ihr das noch nicht geguckt habt, guckt, es ist schön. Ja. Mit der habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Gut. Was hast du dazu zu sagen, Jonathan? Die Unterstellung, dass warum auch immer die Pyramide mich rausgeworfen hat und warum auch immer mein Blut verändert sein soll, dass ich deswegen ein Spion bin, ist genauso unbewiesen, unhaltbar und aus der Luft gezogen, wie die Sache mit dem Gürtel und der Unterschrift. Jeder von uns weiß, dass es mehr als genug Vampire gibt, die sowohl das Aussehen, das Verhalten, die Stimme nachmachen können. Und da das die Pyramide ja verwehrt, dass ein Gargül auf dem Nachbarhaus stand, welcher beweist, dass William zu dem Mordzeitpunkt in Emmas Wohnung war und wahrscheinlich auch, dass die schwarzere Gestalt in militärtaktischer Kleidung, die sich nachts vom Dach herabseilte und ein Loch in Melinas Fenster schnitt, damit sie morgens durch die Sonnenstrahlen getötet würde, wieder bestreitet, was übrigens von jedem, der in irgendeiner Form in der Gabe des Auspecks die geistige Berührung durchführen kann, bewiesen werden kann. Und eben diese gleiche Gestalt das Fitnessstudio von William anzündete, legt für mich zumindest nahe, dass wir irgendwie Indizien erschaffen werden, um uns zu diskreditieren. Portia steht jetzt auf und meint: Ich muss auch eine Lanze brechen für die Angeklagten. Ich bin noch nicht lange hier in der Stadt. Das wisst ihr ja alle. Und eigentlich sollten sie sich ja auch um mich kümmern oder so. Aber sie haben ihre Sache ganz gut gemacht bisher. Soweit ich das beurteilen kann. Und ich habe sie begleitet, seitdem sie diese Aufgabe bekommen haben. Und ich hätte mitbekommen, wenn sie irgendetwas planen würden, Lodin abzusetzen oder irgendeine Verschwörung oder sonst irgendwas tun würden. Ich habe keinen Grund dazu, irgendwie Zuneigung oder sonst irgendwas für sie zu empfinden. Ich gehöre nicht zu ihrer Clique, das lassen sie mich oft genug spüren. Das könnt ihr auch gerne in meinen Gedanken nachlesen, wenn ihr wollt. Allerdings sind sie freundlich. Und sie versuchen ihr Bestes, um Komplikationen in dieser Stadt aufzuklären. Und was die andere Sache angeht, und sie schaut so zum Doc herüber, es gibt Wehrwesen in dieser Stadt und mein Erschaffer wurde darauf angegriffen. Und ich ebenfalls. Ich habe nur wegen diesen Neulingen habe ich überlebt. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass jemand aus unserer Gesellschaft überlebt. Und ihr wollt sie, und schaut jetzt so rüber zu der Annabelle, mit allem,
mit Verlaub, ihr wollt sie anklagen? Jemanden, der sich einsetzt für jemanden wie mich? Warum sollten sie das tun, wenn sie so arghöhnisch handeln? Warum sollten sie das tun, wenn sie die Maskerade brechen? Im Gegenteil, sie haben mich aufgefordert, sie eben nicht zu brechen. Immer wenn ich daran irgendwas getan habe, was auch nur in die Nähe eines Maskeradebruchs ging, haben sie mich aufs Schärfste verurteilt. Es gibt, glaube ich, in dieser Stadt relativ wenig Vampire, die so viel darauf achten, die Maskerade nicht zu brechen, wie diese Leute. Und ich habe es drauf angelegt. Sie haben mich jedes Mal abgehalten. Ein Raunen geht nochmal so durch die Menge. Ich schaue ziemlich erstaunt zu Portia. Also wenn ihr sie anklagen wollt, tut, was ihr möchtet. Die Beweise sind lückenhaft, würde ich sagen. Aber ich kenne mich damit nicht so aus. Das müsst ihr entscheiden. Aber was nicht lückenhaft ist, was viele von uns schon gesehen haben, und Leute von uns haben Kinder verloren oder Herren verloren, sind diese Wesen, die uns angreifen. Wieder geht so ein Raunen durch den Saal. Es ist, was ich sage. Jemand versucht, diese Gemeinschaft hier auseinanderzutreiben, zu zerrütten. Wir müssen stark sein gegen die äußeren Angriffe. Und diese haben Vorrang. Nun, du hast angeboten, dass man dich prüft, Portia. Das möchte ich gerne tun. Wenn niemand was dagegen hat. Wenn ich entscheide und sage, dass ihre Worte, die sie gerade gesagt haben, ehrlich gemeint sind, dann soll es so sein. Wer spricht? Lodin oder? Lodin, ja. Gleich. Ja, komm nach vorne. Dann geht sie nach vorne. Schau mir genau in die Augen, Kleines. Ja. Ich lasse so einen ganz kurzen Verdammt. Ja. Und dann irgendwie entspannen sich so seine Gesichtszüge und die von Portia auch. Und dann schaut er nach so ein paar Sekunden halt wieder zur Menge und sagt, ich kann das bestätigen, was sie gesagt hat. Und ich habe nun durch ihre Augen den Angriff der Wehrwesen auch gesehen. Das ist die Bedrohung, die der Doc angesprochen hat. Und ich denke, dass das wesentlich komplizierter und vorwiegender ist als die Anklagepunkte gegen die Frischlinge. Gerade weil die Frischlinge versucht haben, diese Morde oder diese Sachen aufzuklären. Stimmen wir nun ab. Wer ist dafür, dass wir die Anklagepunkte für die Frischlinge fallen lassen? Da auch kein großer Schaden entstanden ist, bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir sie fallen lassen. Schaut so nach oben in die Runde und der Tremere und die Toreador bleiben sitzen, alle anderen stehen auf. Damit ist entschieden, die Anklage wird fallen gelassen. Maureen klatscht. Verbeuge mich. Gut, wenden wir uns dem nächsten Punkt zu. Die Angriffe durch die Wehrwesen. Schaut so in Williams Richtung. Ja. Ist es okay, wenn ich das vorziehe? Oder möchtest du die Wrestling-Sache vorziehen, wie du es eben beantragt hast? Nee. Also ich finde, das ist eine sehr lobenswerte Thematik. Gut.
Wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe die Beweise gerade aus erster Hand gesehen und mir liegt von Dr. Critias ebenfalls vor, dass sein Sohn getötet wurde. Bei einem Angriff. Ebenso der Herr von Portia. Außerdem noch der Herr von Andrew dort drüben, der in seinem Apartment tot aufgefunden wurde. Ja, und die Gangrel-Primogen steht auf. Außerdem ist an den Straßenrändern schon seit langem etwas, an den Stadträndern schon seit langem etwas im Unargen. Und ich habe es in der letzten Versammlung immer wieder versucht zu sagen. Nie ist das was darüber entschieden worden. Ihr habt nicht auf mich gehört und jetzt sind sie im Stadtinneren wahrscheinlich. Der Nosferatu steht auf. Unsere Späher haben die Wehrwesen eindeutig sehen können. Wir haben uns ferngehalten. Weil sie unserer sonst gewahr geworden werden. Aber ich kann aus erster Hand berichten, dass es diese Wehrwesen in der Stadt gibt. Raunen geht durch die Menge, dass der Nosferatu das sagt. Nun, dann haben wir von Clan Gangrel und Clan Nosferatu schon aus erster Hand etwas und auch die Bruja sind überzeugt, dass wir hier ein Problem haben. Jemand, der Gegenrede stellen möchte? Annabelle steht wieder auf. Das ist doch Wahnsinn, was ihr macht. Nur weil ein paar merkwürdige Morde passiert sind, geht ihr direkt auf Wehrwesen los? Setzt sich wieder. Als alle Man sollte die Sache definitiv untersuchen. Wir können nicht noch mehr unserer Art verlieren, egal wer diese Morde begangen hat. Maureen steht auf. Ich stimme zu. Ich denke, wir sollten Primogen in Annabelle ausreden lassen. Wofür seid ihr, dass wir nichts tun und unserer Vernichtung anheimschauen? Oder dass wir warten, bis genug vernichtet sind, dass wir uns auf keinen Fall mehr wehren können? Ihr wisst, dass wir für die Garou alle gleich sind, egal wie menschlich wir sind, egal wie schlecht wir sind. Ob wir uns verstecken können oder nicht, für sie sind wir alle Abarten, die vernichtet gehören. Es geht wieder so ein kleines Geraune wieder durch die Murmel. Lieber jage ich ein Jahr lang einen Geist, der nicht da ist, als verschwende einen Tag unsere Kultur oder unser Sein vor den Garou zu schützen. Was schlagt ihr vor, was wir tun sollen gegen diese Garou? Das ist eine gute Frage. Im Notfall müssen wir nach Verbündeten suchen. Wer könnte das sein? Das solltet ihr als Primogene besser wissen als wir, als Neulinge. Ist das etwa ein alter Vampir außerhalb der Stadt? Vielleicht in Gary oder so? Nun, ich schau mal Richtung mit dem Zylinder. Unser Haus entstand aus mächtigen Menschen, die es immer noch gibt. Mit denen man am besten nichts zu tun haben will oder sich im schlimmsten Fall bekriegt über finanzielle und moderne Mittel, deren Verbindung man aber suchen könnte. Nun, da von der Existenz von solchen Wesen wäre mir nichts bekannt, schaut er grimmig in deine Richtung. Natürlich. Lodin steht auf und meint, da wir uns fast alle einig sind, dass es hier eine Bedrohung zu geben scheint, werde ich reagieren als euer Prinz. Ab sofort gilt in dieser Stadt Folgendes. Hiermit rufe ich die Blutjagd auf jedes Wehrwesen aus. Wenn sie Krieg wollen, werden sie Krieg bekommen. Hiermit erlaube ich es jedem, Küken zu zeugen, damit wir eine Armee aufbauen können, um diese Wehrwesen zu bekämpfen. In Absprache mit mir soll die Zeugung neuer Vampire erlaubt sein. Jeder, der ein Wehrwesen sieht, soll sofort Meldung machen und sofort sollen Eingreiftruppen zur Verfügung stehen. Wir werden kleinere Truppen organisieren, die die Wehrwesen zurücktreiben und töten. Wieder geht ein starkes Raunen und dann
steht Maureen wieder auf und fängt an zu klatschen und auch Inyaga steht auf, klatscht und der Doc auch. Jawohl, lasst uns sie vertreiben! Und so emotional aufgeladen habt ihr den Doc noch vorher noch nie gesehen. Also, ich bin auch dafür, dass wir sie vertreiben. Vielleicht können wir es ja im Wrestling-Ring regeln. Gut. Hiermit ist die Blutjagd ausgerufen. Ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Wir werden gewinnen. Dann fallen alle so in so einen Chor ein. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Und dann werden bei dieser Sitzung nur noch einige Lappalien besprochen, unter anderem die Aufkäufe des ganzen Wrestling-Zeugs. Und man merkt aber schon, dass einige aufstehen und gehen, als das besprochen werden soll. Und Melina kann mal eine Probe machen auf Perception und Alertness. Dann bin ich Primogen. Sera hat Anspruch. Einen Erfolg. Gut, dann bemerkst du, als die ersten, vor allen Dingen die Menschen hinten, schon beginnen, irgendwie herauszuströmen, siehst du einen Mann mit einem Turb, also eine, so einem, ja, so einem, so eine Art, wie nennt man das? So ein Kopftuch, was die Araber tragen, wie nennt man diese? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Turban, oder was meinst du? Nicht Turban, Turban sind diese nach oben, wirklich diese indischen Sachen. Aber eher, also eher diese wie die Saudis das halt tragen. Und der ist halt auch in so einem weitem Kaftan irgendwie gekleidet und du meinst ihn vom Gesichtszug zu erkennen. Und dann ist er aber auch schon raus. Und du hast deinen Erzeuger erkannt. Es bleiben jetzt nur noch wenige Vampire da, als die Sachen besprochen werden. Irgendwie man vertagt sich dann und sagt irgendwie, ja, wir müssen auch irgendwas dagegen tun, dass da irgendwelche Gebäude aufgekauft werden oder so. Aber viel kommt da jetzt nicht bei rum. Und bei Polizei und Feuerwehr wird auch noch irgendwie was gesagt, so von wegen, dass das Lodins Revier ist und dass da keiner reinfuschen soll. Die Nosferatu haben da wohl ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber sonst wird sonst nichts mehr von Relevanz besprochen. Und als die Verhandlung vorbei ist, kommt Lodin irgendwie von der Bühne herunter und kommt auf euch zu und schüttelt euch dann die Hand. Habt ihr gut gemacht. Danke. War knapp. Ich denke auch, aber jetzt sollten diese Vorwürfe ein für alle Mal aufhören. Und wir haben jetzt ein Ziel, mit dem wir auf das wir uns konzentrieren müssen. Ich hoffe, dass diese Vorwürfe aufhören. Aber ich schaue so ein bisschen der Primogen, der Toreador hinterher. Ja, die sitzt oben und unterhält sich mit dem Primogen der Nosferatu. Ist noch da, super. Habe ich die schon mal gesehen? Die hast du noch nicht bewusst gesehen, nee. Heute das erste Mal. Okay. Prinz Lodin,
Mit Verlaub, ich bitte euch um die Erlaubnis, nach anderen Verbündeten suchen zu dürfen, weil ich glaube, dass selbst wenn wir zeugen und aufrüsten, es ein ungleicher Kampf wird. Nun, bei einer Blutjagd sind die Mittel und Wege völlig offen. Sucht euch aus, mit welchen Waffen ihr die Garou bekämpfen wollt. Nur wenn ihr einen seht, tötet ihn. Verstanden. Sind wir jetzt nur wir als Gruppe und Lodin oder wer ist jetzt alles da in Hörreichweite? Also in Hörreichweite sind noch ein paar Ghule, die hinten noch stehen. Irgendwie jetzt unter anderem könnt ihr den Prias hinten sehen. Der Kaiser steht da auch noch. Die Frau, die eben für William gesprochen hat, ist schon gegangen. Und ansonsten sind oben noch alle Primogenen noch oben auf der Balustrade, außer der Kritias und die Injaga. Die sind nicht mehr zu sehen. Ansonsten ist der Saal fast leer. Was weiß ich jetzt nochmal, warum? Also wer hat uns darum gebeten, auf Portia einen Blick zu haben? Lodi. Also Brennan mit Lodin zusammen halt, ne? Also, verehrter Prinz, könnt ihr mir eine Frage beantworten? Ja. Warum habt ihr uns Portia anvertraut? Nun, weil ihr die vertrauenswürdigsten Vampire sind, die ich in meiner Umgebung habe. Wir sind neu, wir wissen selber noch nicht, wie es funktioniert. Und wie ihr seht, wir machen noch Fehler. Ich weiß nicht, ob wir Portia die richtigen Vorbilder sind. Wenn es nach ihr geht, habt ihr doch alles richtig gemacht. Bestärkt mich in meiner Wahl. Wem soll ich sie sonst geben? Brennan? Kritias? Nein. Lieber nicht. Annabelle? Sie wäre als Clans Oberhaupt dafür zuständig. Ich dachte, besser bei euch als bei Annabelle. Seit dieser Veranstaltung hier, ich kenne Annabelle nicht, aber hege ich gewisse Zweifel, dass sie dem Ganzen wohlgesonnen gegenüberstände. Seht ihr? Ich kann wenigen Vampiren in der Stadt so vertrauen wie euch und ihr seid dafür am besten geeignet. Ist Portia dabei? Die steht ein bisschen abseits und unterhält sich mit dem Kaiser. Das heißt, vorerst bleibt sie bei uns? Wenn ihr das einrichten könnt. Ich schaue die anderen an. Schnicke. William? So. Sie ist ja eh mein Valet. Das dachte ich mir. Dann denke ich, dass wir uns freuen würden. Gute Jagd. Danke. Ich hätte noch tatsächlich eine Frage. Gibt es Gelehrte bzw. Wissenschaftler, die sich bereits mit den Werwesen auseinandergesetzt haben und etwas mehr über sie wissen? Wenig. Ich glaube, mir wäre keiner bekannt hier in der Stadt. Kritias weiß einiges. Gut, dann werde ich mich mit ihm unterhalten, weil ich denke, ein guter Plan oder, ja, die Idee sollte unser Vorteil sein, nicht die Masse. Wie gesagt, mir ist die Wahl der Waffe fast egal. Hauptsache, wir rotten sie alle aus. Ich denke, ja. Ich werde euch unterrichten. Bei dem einen oder anderen werden wir Unterstützung brauchen. Ich berede das mit Dr. Christias. Seid euch immer bewusst, wir sind im Krieg. Verhaltet euch auch so. Habe ich da das böse K-Wort gehört? Und Portia stolziert irgendwie herüber zu der Gruppe.
Du kommst mit mir und ich ziehe sie in eine ruhige Ecke. Hey! Also ich ziehe sie wirklich irgendwo in der Ecke, wo nicht so viel los ist. Mhm. Ja, da gibt es ja diese abgetrennten Sitzgarnituren. Ja, da würde ich sie ja hinziehen und auch darauf achten, dass jetzt nicht unbedingt neben uns einer sitzt. Und was hast du erwartet? Von was? Von der Verhandlung heute? Nein, du hast vorhin gesagt, dass du nicht Teil unserer Clique wärst. Das habt ihr mir immer wieder beigebracht, ja? Das stimmt nicht. Wir haben dir beigebracht, dass du Fehler machst und dass du uns damit in Gefahr bringst, weil du momentan zu uns gehörst. Wir haben dich beschützt. Wir haben dir den Arsch gerettet. Das habe ich so gesagt, ja. Und das haben wir bestimmt nicht nur gemacht, weil wir die Aufgabe dazu hatten. Wir vier, und ich zeig auf die anderen vier, kennen uns schon eine Weile. Wir haben schon etwas miteinander durchgemacht. Deswegen sind wir uns näher. Nichtsdestotrotz wird Jonathan von allen gehänselt. Ich hänsel auch mal Melina. Naja, und wie wir William gegenüberstehen, das weißt du ja. Ja. Ist der heimliche Chef der Gruppe, nicht wahr? Ja, sie würde so kurz schmunzeln. Sie lächelt so. Bestimmt. Das nächste Mal möchte ich eine bessere Einschätzung der Lage. Weißt du, Emma, was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, dass wir so sind? Dann hätten sie mir nicht geglaubt. Die Frage ist, was glaubst du? Sie umarmt dich. Ja, sie würde sie kurz zurück umarmen und dann aufstehen und zu den anderen gehen. Ja, Porzia stiefelt dir hinterher. Können wir dann gehen? Ich bin nicht gern hier. Gute Idee. Kleider kaufen? Was wie spät haben wir denn? Ja, das hat jetzt nicht lange gebraucht. Irgendwie gleich 2 Stunden oder so hat die ganze Verhandlung gedauert. Mit allem möglichen Unsinn, was da noch besprochen wurde. Das heißt, es ist jetzt irgendwie so in der Mitte der Nacht. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, irgendwo was anderes zu machen. Du hast doch gesagt, du hast Hunger. Lass uns doch dagegen etwas unternehmen. Und ich schaue die anderen auch an, ob sie damit einverstanden sind. Ich muss noch 2 Gespräche führen. Ich kann aber gerne nachkommen. Nein, ich denke, es ist besser, wenn wir in diesen Zeiten zusammenbleiben. Was sagt ihr? Ich kann... Mit wem willst du reden? Mit dem Primogenen der Dosferatur und Dr. Calisthius. Okay. Darf ich mit? Weil du zuhören und lernen möchtest, oder warum? Was meinst du? Man beantwortet keine Fragen mit Gegenfragen, das ist unhöflich. Aber das hast du auch gemacht. Weil ich deine... Ja, wenn du mir diese Frage beantwortest. Danke, du hast recht. Ich entschuldige mich dafür. Gut, ich will lernen, natürlich. Gut. Ja, dann würde ich erstmal entweder gucken, der Primogen aus Verrate oben noch immer mit dem Primogen der Toreador spricht. Wenn ja, würde ich gucken, ob Dr. Calisthius noch da ist. Ja, der kommt gerade so die Treppe herunter. Der wirkt ziemlich aufgewühlt. Würde ich auf ihn zugehen. Doc, auf ein Wort. Wenn ihr... Ich mache sie irgendwann platt. Ich grinse. Solltet ihr Unterstützung benötigen. Solltet ihr Unterstützung benötigen, Doc. Wir müssen doch alle im Krieg zusammenhalten, nicht wahr? Ich
grinse. Habt ihr Zeit auf ein Wort? Worum geht's? Um die Wehrwesen. Ich suche nach Gelehrten oder Wissenschaftlern, die etwas mehr über sie wissen. Dass wir unseren Feind studieren können. Oder vorher prüfen können, was wir über unseren Feind wissen. Okay. Was willst du wissen? Was sind ihre Schwachstellen? Man kann keinen Feind bekämpfen, wenn man nichts über sein taktisches Verhalten und seine Anfälligkeiten weiß. Soweit ich weiß, sind sie, in ihren Fähigkeiten anzusehen wie sehr starke Vampire, wenn nicht sogar wie die stärksten unter uns. Allerdings, das ist ein Problem. Allerdings werden sie nicht vom Sonnenlicht beeinflusst. Das ist ein weiteres Problem. Ja. Das heißt, wir werden viele Ghule brauchen, die uns schützen. Na, Ghule sind trotz allem immer noch Menschen. Ja. Und wie soweit ich weiß, sind diese Garou Menschenfreunde. Alle? Ich weiß es nicht. Gibt es einen Gelehrten in der Stadt oder in eurem Netzwerk, den man befragen kann? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wir haben seit Jahrhunderten keine Probleme mit diesen Wehrwesen gehabt. Und normalerweise heißt es, sieh ein Wehrwesen und lauf. Diese Option ist uns verwehrt, denke ich. Jetzt schon. Gut. Gibt es vielleicht eine Bibliothek in der Stadt, abgesehen von der Pyramide, die Uni-Bibliothek, in der man etwas über Wehrwesen nachlesen kann? Ich fürchte, eine solche Bibliothek besitzen nur die Tremere, wenn überhaupt. Ich rede mit Lodin, vielleicht kann er mir dort Zugang erzwingen. Wird schwer, würde ich sagen, so wie sie dich auf dem Kicker haben. Das denke ich auch, oder sie? Ich weiß es nicht. Ich versuche nach Lodin. Hat uns, irgendjemand überwältigt oder so, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, ging alles sehr schnell. Und danach wurde ich von den Tremere einberufen. Und sie faselten irgendwas von Blut. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Geht's nicht immer um Blut? In der Tat. Nun gut, Doktor, ich will euch nicht weiter aufhalten. Eine Sache, die ich noch weiß, ist, dass diese Wehrwesen, wenn sie in ihrer Kriegsgestalt daherkommen, sehr furchteinflößend sein können. Nachvollziehbar. Wenn sie dann so stark sind, dann werden sie wohl auch furchteinflößend sein. Gibt es Vampire, die Kämpfe mit ihnen überlebt haben, die noch in der Stadt leben? Nein. Die man befragen kann? Portia. Keinen Ahn, niemand. Schaut zu Portia rüber. Du hast doch sogar zwei Angriffe überlebt, Kind, nicht wahr? Sie nickt. Dann bist du wohl die Weiseste unter uns, was den Kampf gegen die Wehrkreaturen angeht. Schaut so ein bisschen ängstlich. Ich grinse. Gut. Noch was? Ja, wie gesagt, solltet ihr euch dazu irgendetwas einfallen, irgendwelche Kontakte, kontaktiert mich. Ich würde über meine Handynummer geben. Gut. Danke, Doc. Keine Ursache. Ja, dann, wie gesagt, warte ich, bis der Primogen den Nosferatu frei ist. Ja, der ist halt immer noch in seinen Kapuzenumhang eingeschlagen. Ja, dann würde ich irgendwann zu ihm hingehen. Primogen, auf ein Wort. Dreht sich zu dir um. Du siehst dann, dass unter dem Kapuze wohl ein sehr vernarbtes, fahles Gesicht ist. Und der hat wohl anstatt Eckzähne halt so ein bisschen rattige Zähne, die nach vorne rausgehen.
ist allgemein bekannt, dass Nosferatu entstellt sind, oder? Weiß ich, kann jetzt da mal einen Wurf machen auf Okkultismus und Intelligenz, dir das bekannt ist. Ja. Oh ja. Gerne. Ups. Falsch Text kopiert. Sekunde. Fünf Erfolge. Heute mag mich Lady Luck. Was ist das denn? Ja, dann weißt du das. Kann ich, obwohl das kann ich danach noch machen. Ich hätte eine Frage an euch. Es ist gibt das Gerücht um, dass ihr als Clan sehr gut informiert seid und ich bräuchte ein paar Informationen. So? Entschuldigt, wenn ich euch zu nahe getreten bin. Nun sagen wir, ich hätte Informationen. Ja. Warum sollte ich sie mit euch teilen wollen? Weil wir einen Weg suchen, wie wir als Spezies gegen die Werwolfwesen überleben können. Wenn ihr daran kein Interesse habt, entschuldigt, dass ich euch eure Zeit genommen habe. Und worum geht's? Ich suche jemanden, der entweder einen Kampf gegen sie überlebt hat. Oder deine Schulter. Nee. Näheres über sie weiß, wie sie in Taktik kämpfen und welche Schwachstellen sie haben. Ich denke, nur Masse aufbauen wird nicht die letztendliche Lösung sein. Wir müssen sie mit Wissen schlagen. Uns vorbereiten. Nun, meine Späher haben, wenn sie zumindest beobachten können, aber was sie jetzt, was sie für Taktiken im Kampf anwenden, das sah mir sehr wild aus, würde ich sagen. Ich würde nicht viel von Taktik sprechen. Ich weiß zum Beispiel raus. Ja, welcher Taktik gehen Sie vor, um reinzukommen? Sie kommen überraschend, man möchte sagen, aus dem Nichts. Das ist aber eine Fähigkeit, die uns Vampiren ja nicht unbekannt ist. Wer weiß darüber mehr? Also ich kenne die Werwesen so gut wie nicht. Ich auch nicht. Ja, aber wenn ihr sagt, uns Vampiren im Allgemeinen. Es gibt Mittel und Wege, nicht gesehen zu werden. Ja, aber welches Mittel genau benutzen die Werwesen dafür? Sie werden wohl kaum die Macht der Verdunklung beherrschen. Da bin ich überfragt. Wie ich bereits eben erwähnte, ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt ist die Suche nach starken Verbündeten. Ich habe in alten Schriftstücken gelesen, dass, auch wenn das andere Vampire abstreiten, gewisse Blutslinien von Menschen abstammen und deren Künsten. Diese Menschen werden wohl immer noch existieren. Darüber gehen Gerüchte immer um, ja. Dann wäre es sehr hilfreich zu wissen, wo man solch einen Menschen finden kann. Den Tipp, den ich meinen Küken immer gebe, ist, mit diesen Informationen so umzugehen, dass man die Standorte eher meidet, anstatt dass man dorthin geht. Tja, in normalen, ruhigen Zeiten wäre das sinnvoll. Sie haben kein Interesse daran, uns zu helfen. Sie können uns nicht besonders gut leiden, müsst ihr wissen. Nicht gut leiden können und die Gewissheit haben, dass Horden von mordenden Werwesen durch die Stadt jagen und dabei wird es sicher, ganz sicher Kollateralschäden geben. Nur Leute von uns getroffen. Vielleicht sind sie sogar Verbündete der Werwesen. Das gilt es zu eruieren. Ich werde mich deswegen mal umschauen. Das ist sehr freundlich von euch. Zumindest die Personen, die wir kennen, können wir mal beschatten, was das angeht.
Da habt ihr eine gute Sache herausgefunden. Ich denke, ihr habt Mittel und Wege, mich zu kontaktieren. Ich brauche euch keine Handynummer zu geben, aber falls doch... Nicht nötig. Danke für eure Hilfe. Zu unsicher zur Kommunikation zu gebrauchen. Das dachte ich mir. Ihr solltet das auch nicht tun. Und dieser Vorschlag war kostenlos. Was wäre eine bessere Alternative? Das Gespräch in einer dunklen Ecke? Wenn man die Zeit hat und die Person direkt in der Nähe ist, ist dies vorzuziehen, da habt ihr recht. Wenn die Unterhaltung einem wichtig ist und die Information wichtig ist, dann sollte man sich Zeit nehmen. Das ist richtig. Zeit ist etwas, wovon wir sehr viel besitzen, Mr. Bauer. Das wissen wir eben nicht, wie viel Zeit wir noch haben, bevor die Bemühungen der Werwösen intensiver werden. So kann man es auch sehen. Ja, dann verneige ich mich und würde wieder zu Lodin gehen. Ja. Es tut mir leid, Prinz Lodin, dass ich euch schon wieder die Zeit stehlen muss. Es scheint so, als gäbe es nur eine verlässliche Quelle in der Stadt über altes Wissen und spezielles Wissen über die Wehrwesen, und das ist die Bibliothek der Pyramide. Ja. Ich werde dort wohl nicht ohne weiteres vorgelassen werden. Unwahrscheinlich. Aber da die Blutjagd ausgerufen ist, denke ich, dass sie alle nötigen Informationen mit uns teilen werden. Ah, okay. Na dann. Es ist ein Krieg und wir sind alle auf derselben Seite, nicht wahr? Das hoffe ich. Dass alle ihren Fäden und persönlichen Intrigen vergessen während dieser Zeit. Aber wären wir nicht die Kinder der Nacht, wenn wir es nicht täten? So viel habe ich über meine, ja, wie soll man es nennen, Geschwister gelernt. Sagen wir so, es würde auf die Clansvertreter in dieser Stadt negativ zurückfallen, wenn ich als Prinz in Umlauf bringe, dass sie uns bei einer Blutjagd nicht behilflich sind. Und wer kann die nötigen Informationen bei der Pyramide anfordern? Jeder oder ihr? Ich denke, das habe ich heute bereits getan. Das heißt, wir warten auf Antwort von Ihnen. Sie haben gesagt, Sie werden sich die Informationen beschaffen. Danke. Gut. Ja, dann wieder zur Gruppe, die wollten ja noch irgendwo hin. Ja, dann steht die Truppe wieder, Jonathan und Portia kommen zu euch rüber geschlürft. Und jetzt? Seid ihr soweit? Einkaufen? Na klar. Ich schaue überrascht zu Jonathan. Wer bist du und was hast du mit Jonathan gemacht? Okay, wir fragen nicht lange nach, wir gehen einfach. Gewisse Zeiten erfordern gewisses Auftreten. Aber richtig. Diese Wehrwesen sind schon ganz gruselig, oder? Sagt Ports, ja. Ja, da hast du wohl recht. Sie scheinen keine einfachen Gegner zu sein, aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, ich habe es ja schon zweimal überlebt, nicht wahr? In der Tat. Ja, ich würde dann irgendwie so ein mysteriöses Gesicht machen, bis wir im Auto sind. Ja, dann sitzt ihr zusammen im Auto.
und fahrt, wo auch immer ihr hinfahrt. Aber was ihr beim nächsten Mal dann, wo ihr hinfahrt, das schauen wir beim nächsten Mal. Weil wir haben es jetzt gleich schon wieder halb. Und die 2,5 Stunden Spielzeit sind schon wieder rum. Es ging heute so schnell vorbei. Ja. Ja, sehr schöne. Ihr seid ja wenigstens schuldfrei und müsst nicht mehr unter dieser Bedrohung leben. Dennoch habt ihr nun ein neues Ziel bekommen. Mal sehen, was das alles gibt beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade 420 Chicago Chronicles. Wenn ihr mehr gucken wollt, auch andere Rollenspiele, schaut mal auf Nordpol. Oben ist die ganze Zeit die Adresse runter. Wir spielen wahrscheinlich in 2 Wochen weiter. Und ja, falls das nicht sein sollte, könnt ihr auf Twitter irgendwie mir folgen. Da veröffentliche ich auch immer, wenn wir spielen, wenn wir nicht spielen. Ja. Und wenn ihr nachguckt, danke fürs Nachgucken. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wen habe ich denn heute im Chat gehabt hier? Schauen wir mal nach oben. Der Dedro Lyko, der ist ganz aktiv und genau. Der macht, der philosophiert auch die ganze Zeit mit und der scheint ganz gespannt nachzuverfolgen, ja, was denn da so Sache ist. Latki Lucano auch, genau, die beiden. Und Feramin habe ich auch gesehen. Ja, sehr schön. Wen habe ich sonst noch gesehen? Der Mischka, wer ist das denn? Ansonsten hat, glaube ich, keiner geschrieben, oder? Nur die drei. Aber gut. Immer nett. Serenity hat geschrieben. Freundliche Frau. Die ist cool, ja. Ja. Auf jeden. Okay. Ja, oh, jetzt ist der Würfelbot jetzt hier total versponnen. Moment. So können wir den Stream nicht enden. So, zack, weg damit. Ja, also nochmal danke, dass ihr mitgespielt habt, ihr vier. Und danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr es nachguckt, hinterlasst einen Kommentar für uns. Wenn der positiv ist, dann freue ich mich ganz doll und renne jubelnd durch die ganze Wohnung, fragt Leopardin. Und ja, manchmal teile ich solche freudigen Ereignisse auch mit meinen Spielern und Spielerinnen. Ich kann euch sagen, dass unsere Runde sehr intensiv geguckt wird und auch kommentiert wird. Und ja, sehr äußerst interessant, was die Leute für Fantasien entwickelt haben mit dem Plot. Sehr anregend. Macht weiter damit. Und ja, beim nächsten Mal in 2 Wochen hoffentlich, dann macht's gut. Ja, danke fürs Meistern und tschüss. Tschüss. Ciao.